Meine lieben Freunde, wir sind zurück im RP und wir sind auf jeden Fall am Start. So, Aleikum Salam, wie geht's da, was geht ab? So, ja, Bruder Farud ist auch am Start. So, Ranjit Dudu, dankeschön für deinen dritten Monat, mein Bruder. Ich küsse deine Augen, Habibi, was geht ab? Danke hier für dein Abo. So, Moment, Salut. Wie schreibt man nochmal Salut, Lan? Salute. So, da ist euer Bruder Farud, hier. Könnt ihr grüßen. Grüß mal, Farud grüßt haben, Bruder. Nicht ich. Bei Rose, was geht ab, Rose? Und ihr fragt euch, warum die Leute hier im Video Breakdance tanzen? Wir greifen jetzt TikTok an. Ich küsse deine Augen. Dankeschön, Dankeschön auch dir für deinen Support. Herzlich willkommen und danke dir für deine 5 geschenkten Abos. Das Lied heißt Dago Abi minus Tabi Tabi. Gönnt euch auf jeden Fall. Richtig korrekter Rapper. Also ganz krasse Rap-Lines. Also einer der besten Newcomer, finde ich. Und genauso wie Atta. Atta ist auch richtig krass. Danke, Jungs. Ich küsse dein Herz. Und Rose, dir auch nochmal. Vielen, vielen lieben Dank für deine 5 geschenkten Abos. Geht. Was geht ab? Wie geht's dir, Bruder? Hey, Bruder, gut und dir? Auch, was machst du? Wir haben gerade mit den ganzen Jungs Dings wieder weggescheppert, ja. Habt ihr die weggescheppert? Ja, ja. Hey, guck mal. Meine Fotze. Deine Fresse, verpiss dich! What up? Was geht, Bro? Was geht ab? Wie geht's euch? How you doing, Bro? Oh, how are you doing? Are you alle weggebrettert, Bruder? Yeah, Bro, just got 3 or 4. Bro. Oha, Bruder, ihr lebt ja alle noch, man. Was passiert? Habt ihr die so krass weggewichst, oder was? Yeah, was denkst du denn? Die armen Jungs, Alter. Machen. Er hatte die Wahl. Er hat Anruf bekommen. Ey, wir zu klären, ich will so von dir haben und wir sind quitt. Der meinte nur über meine Leiche. Dann habe ich gesagt, okay, kriegst du deine Leiche. Und können wir das nicht so machen, Bruder, dass wir jetzt von ihm 100.000 holen und 50% kriegt der Club und 50.000 ich, Bruder? Können wir sowas irgendwie organisieren? Warte mal, du willst von mir... Du willst 50... Was? Du willst 50%? Bruder, wir haben doch gesagt, wir machen 50-50. Also machen wir, halten wir uns auch an die 50-50. Du kleiner Pisser, du hast letzte Woche oder so Geld bekommen. Ich hab dir gesagt, ich will 50%. Weißt du noch, bei Zappa oben? Der hat mir nichts gegeben, Bruder, der alte Sack. Hat den Frisse dort bekommen. Ich hab kein Geld bekommen. Also, wenn dieses Geld nichts auf diesem Tisch ist, dann kriegst du kein Geld von mir. Hey, hör mal zu, hör mal zu. Der Farod hat gestern deine Uzi verloren. Was? Oh. Warte, Bruder, ganz kurz, ich komm gleich. Ja, ich bin gleich da. Weil ich hab die Uzi nicht zurückbekommen. Jake? Yo, Bruder. Ja. Alles gut, Mann. Bro. Was geht, Mann? Was geht ab? Oh, du hast deine Kutte, Bruder. Hey, ja, Mann. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Freut mich, Alter, dass du jetzt ein Full-Member bist. Danke, Mann, danke. Freut mich, Bruder. Willst du mir eine Uzi leihen, Bruder? So. Dass ich Toni seine zurückgibt, weißt du, weil... Komm, Farud, komm. Ich hab leider keine, Mann. Hast du eine Waffe, so. Bruder? Ja, so. Yeah. Sag doch, dass wir die Uzis bauen und die Uzis schenken. Ja, was geht ab, Dennis? Wie geht's dir, Bruder? Ich küsse dein Herz. Danke für deine 15 Euro. Was geht ab, Bruder? Ich küsse dein Herz. Farud, vergesst, dass das nur Spielzeuge sind. Ja. Geh mal in die Mitte. Warte, Sezo, willst du mir die geben oder nicht? Was ist das? Ey, wir müssen eine Umzugsfirma unterwegs. Mach nicht, du machst nur Scheiße, Sezo. Okay, was los? Nein, wo ist die Uzi? Bruder, schau mal, ich sag dir ganz genau, was gestern passiert ist, okay? Da war... Ich hab zwei Leute weg... Ganz kurz.
Bevor du redest und immer deine scheiß Lügen gibst, wie sonst auch immer, sag mir die Wahrheit und ich werde sagen, okay, kein Problem. Aber wenn du mich anlügst und ich erfahre das, dann also, fick ich dich erst recht. Packen, da bei mein Auto irgendwie komischerweise okay. da gelandet ist. Pass auf, dann machen okay. wir es so. Lass mich ganz kurz nochmal überlegen. Und danach... Ey, ich danach. Kann Joint rauchen, der braucht zu lange zum Reden. So ein hässlicher Alter, ich wollte ihn eh schon ficken, ich fick ihn später. Hey Luis! Hast du gehört? Er will dich ficken, hat er gesagt. Luis! Sinnen am Monaco. Scheiße, Mordek, ich brauche eine gute Ausrede. Soll ich wirklich die Wahrheit sagen, Alter? Ich weiß nicht. Entweder wir sagen die Wahrheit und musst du verzeihen. Ja, Bruder, ich glaube, wir sagen einfach die Wahrheit. Ja, ja, ich sag die Wahrheit, Bruder. Ich muss ihn ja nicht anlügen. Sag die Wahrheit, ja. Wir sind einfach ehrlich. Wir sind einfach ehrlich. Was geht ab zu seinem Bruder? Ja, ich sag die Wahrheit. Ich muss lernen, ein bisschen auch einen ehrlichen Charakter zu spielen, weil ich bin so auf meinen Film manchmal als Farod hängen geblieben, dass ich ein bisschen sogar OOC schon manchmal so laber. Deswegen, wir müssen ein bisschen auch Ehrlichkeit, also Persönlichkeit von mir mit reinbringen und indem ich jetzt die Wahrheit sage, ich glaube, Musto wird mir das ja jetzt auch hier nicht so übel nehmen, Alter. Was läuft, Bruder? Was geht ab, Bruder? Frisch so live gekommen und jetzt chillen. Was geht bei dir, Bruder? Ehrlichkeit zahlt sich aus. Genau, genau, Fabian. Du hast recht, Bruder. Genau so. Ich küsse dein Herz. Das ist eine sehr gute Einstellung. Alles auf... Es ist da die Maschine am Start. Du weißt Bescheid, Bro. Wie meinst du gemüllert? Was ist gemüllert? Hab dich derbe gemüllert. Was für Müller, Bruder? Müller kommt aus Ulm. Wahrheit gewinnt immer. Du weißt Bescheid. Immer ehrlich sein. Genau, Jungs. Seid immer ehrlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Bruder, redest du normal so oder täuschst du das? Wie meinst du normal reden? Also ich rede so normal. Das ist mein normales Reden. Nein, 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 Son Goku, glaube ich nicht. Big Mama will ihr Geld zurück. Boah, Bruder, jeder will sein Geld zurück, Mann. Ich bin gefickt. Johnny, danke schön für deinen dritten Monat, Habibi. Herzlich willkommen. Ich küsse deine Augen, Habibi. Danke dir für deinen Support, Bruder. Auch dir herzlich willkommen. Was ist denn passiert? Was geht ab, Cedric, Bruder? Was geht ab? Fette Schießerei, Bro. Bruder, hast du vielleicht eine Waffe? Nein, habe ich nicht. Seitdem du mich gestern zweimal aus dem Auto gelassen hast, habe ich gar nichts mehr für dich. Also diese... Hast mich wie ein Hund behandelt. Also hast du keine Waffe für deinen Bruder, der immer für dich da war und dich unterstützt hat? Hast du keine Waffe? Siehst du aus, als hätte ich eine Waffe genau für dich. Okay, Cedric. Okay. Alles klar. Alles klar, Cedric. Ja. So, ja, alles. Nein, 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 alles gut. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Hättest du vorher überlegen müssen. Alles gut, Cedric. Cedric. Hör mal zu, du kleiner Spargelkopf. Alles gut. Brauchst hier nicht weiter quatschen. Merke ich mir. Mit deiner Mund Chiliat-Nase. Merke ich mir. Ja, merke ich mir. Was geht ab, Cousin? Was redest du mit meinem Cousin? Wer redest du mit meinem Cousin? Monchiliert-Nase. Cousin, bester Mann, Alter. Cousin. Was geht, Cousin? Wie geht's dir, Bruder? Gut, Cousin. Was machst du? Ah, nichts, Alter. Cousin. Ja, bitte, mein Süßer. Hast du vielleicht eine Waffe für mich? Ich habe in meinem Kopf einen Film, Bruder, und ich möchte den heute ausleben. Da, so einen Kopf meinst du? Genau, Bruder. Genau sowas. Hast du vielleicht für mich eine Waffe, Bruder? Nein, Bruder. Leider nicht. Ey,
Ey, Cedric, hast du keine Waffe für meinen Cousin? Sie ja. Weißt du warum? Warum denn? Er hat mich verraten. Er hat dich verraten? Ja. Ja, das ist leider bei meinem Cousin so. Der verrätet oft. Cousin, größter Mann. Dein kleiner Flairita. Hör mal zu. Wie Flair, der Rapper aus Deutschland. Kennst Bruder, du? Flairita. Bruder, ihr wart doch alle gerade Schießerei, habt Waffe, wollt ihr mich verarschen? Jeder von euch hat doch eine Waffe, Alter. Mit was habt ihr dort gekämpft? Mit Träumen und Hoffnung oder was? Ich bin neu aufgestanden. Warte, ich frag mal den kurz. Yo, yo. Ah, Shamil, bist du das? Grüß dich, Farod. Was geht ab, Bruder? Alles gut? Alles wird so heute. Bruder, Shamil, kannst du mir... Bevor du ihn fragst, warte mal. Was ist gestern mit der Uzi passiert? Erzähl mal. Erzähl ich gleich, Bruder, wenn Toni da ist. Shamil, kannst du mir vielleicht eine Waffe besorgen, Bruder? Ja, hast du gerade keine bei dir, oder was? Nee, Bruder, ich hab letztens meinen Cousin eine gegeben, dass er dem Club hilft, aber dieser Cousin, der Schmarotzer, der wo alles abzieht, hat sie mir nicht wiedergegeben. Welcher Cousin war das, ja? Ja, welcher Cousin wohl? Jawohl, Bruder, ich hab eine Waffe. Okay. Warte mal, bleib mal, Jungs, nicht alle, ich muss eine kurze Waffe. Ich hab schon mal am besten eine Uzi, Bruder, oder eine AK-47, egal. Wie findest du denn eine M4? Verdammte Scheiße, Farod, Mann. Achso, oder, ja, die ist auch gut. M4, oder was? Ja, die ist auch gut, Bruder, das passt auch. Das reicht doch schon, um die einen oder anderen Banausen wegzujagen. Hast du recht, Bruder, egal. Combat Pistol, Alter. Hätte sich gleich in den Arsch schieben können, diese Waffe. Was will ich mit einer Combat Pistol? Echt? So, wenn wir eine Runde Baseball werfen? Ja, freilich. Was geht ab, Uwe Gini? Guck, da hab ich ihn. Zack. Oh, stabil, Alter. Pa! Richtig war, geil. Wollt jemand Song geschlagen? Wer soll ihn jetzt holen, Bruder? Das war Homerun. Luis, Bruder. Ich hab irgendwas gehört, irgendjemand will mich ficken. Ja, das war Ding, Bruder. Cedric hat das gesagt. Oh mein, hör doch auf. Hast du irgendein Problem? Luis, das ist eine Lüge. Oh! Hey! Wie kannst du es wagen, Alter? Was ist los mit dir, Cedric? Cedric! Wo hat er die Eier genommen, ey? Boah, dem sind mächtige Eier gewachsen, dem Cedric. Supporter, Alter. Boah, Luis, Junge. Ja, das hätte ich mich wieder nie getraut, mein Lieber. Was ist das so geworden? Boah, du gib mal Cedric lang. Immer Cedric lang, der arme Bruder. Walla, der tut mir voll leid. Immer erwischt es ihn, Lan. Ey, ja. Was ist mit dem jetzt? Bruder, bringen wir, ruf, Wörter, ich ruf Mediziner. Der ist in Ohnmacht gefallen, Alter, mit 2-3 Schellen. Ja, Arme. Verdammte Scheiße, Mann. Cedric braucht echt ein bisschen Respekt, ja. Ah, jetzt kommt unser Top Metal Jack. Was geht ab, Habibs? Was geht? Stopp, Mann! Stopp! Breaking News! Wisst ihr, was ich geschrieben habe? Beim Dispatch? Nee, was denn? Ich hab geschrieben, hier liegt jemand. Manuel wollte es wirklich so machen. Wer ist Manuel? Hä? Was? Manuel nicht? Ich glaub. Der ist Manuel, ne? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Was geht, Bruder? Hab ich irgendwas verpasst? Moin. Ey, Knille, Mann. Was geht? Manuel! Hi, Farut. Hey, Farut. Ey, ganz kurz, Jungs, schaut mal. Vielleicht checkt das. Warte, vielleicht checkt das einer. Ich hab grad Dispatch geschickt, weil Cedric hier liegt. Wisst ihr, was ich geschrieben habe? Ich hab geschrieben, hier liegt jemand. Manuel wollte es wirklich so machen. Wer ist Manuel? Ihr seid alles Waschlappen, man. Keiner versteht den Spaß. So, kommen wir zurück, Toni. Erzähl mir, Bruder, was ist dein Problem?
Was hast du mit der Uzi gemacht, die dir hier gegeben wurde? Bruder, schau jetzt, ich sag dir, was passiert ist, okay? Gestern bei der Schießerei, da bin ich einmarschiert. Warte, merk dir meine Worte, was ich vorhin gesagt habe, ja? Du hast gesagt, wenn ich dir die Wahrheit sage, nimmst du es an. Ja. Yeah. Genau. Und wenn ich erfahre, dass du lügst, dann fick ich dich. Genau, Bruder. Also, ficken, weiß ich jetzt nicht, ob du mich ficken kannst, aber okay. Volkan der Breite, ich küsse dein Herz, Habibi. Dankeschön, Bruder, für deinen Support. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Danke für deine 1000 Bits, Mann. Bester Mann. Okay. Pass auf, Bruder, ich fang langsam an, okay? Ich fang langsam an, damit du auch wirklich alles verstehst, weil ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Nee, kein Rot mehr, Bruder. Hör auf, Alter. Reicht erstmal. Pass auf. Gestern bei dieser Jetzt komm noch mal zum Punkt, Alter, eine Schnauze, Miami, wenn ich hier quatsche. Was ist los mit dir? Mein Gott, Alter, ich warte seit 10 Minuten und nichts kommt aus dem Mund, verfickte Scheiße. Wenn du so weitermachst, dann kommt bald was in deinen Mund. Also halt jetzt die Fresse. So, also, lass mich jetzt hier mal erzählen. So, Jungs. Gestern bei der Schießerei, Toni, ich bin einmarschiert, da waren dann zwei Leute, die wollten dich von der Seite ficken. Ich hab mit Uzi reingerattert, hab ihn erwischt, hab den anderen auch noch erwischen können. Und dann ist Polizei gekommen, hat Uzi gefunden, ich hab die auf Boden geschmissen, bevor die mich durchsucht haben. Dann hat Polizei gefragt, ey, Bruder, wir haben dich mit Uzi gesehen. Da hab ich gesagt, ich red nicht mit den Cops, verpisst euch. Und dann haben die Uzi mitgenommen, Bruder, aber ich hab nicht ausgesagt. Irgendwie glaub ich dir nichts. Also ein bisschen schon, aber ich glaub dir nichts. Dankeschön für deine 245 Bits, aber ich küsse dein Herz. Und Selchuk. Warum? Und It's Name Nasty. Dankeschön, Jungs. Warum? Also, soweit ich mich erinnere, lagst du irgendwie auf dem Boden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du zwei, drei Leute links, rechts von mir genommen hast, weil ich war ganz alleine unterwegs. Doch, doch, Bruder, du hast das nicht gesehen. Die waren hinter dir, Bruder. Da war kein einziger Fahrrad neben mir. Die waren hinter dir, Bruder. Halt deine Fresse, ich gebe dir jetzt eine Chance, ja? Sagst du genauso wie war oder ich fick dich? Heide. Warte, lass mal erst die Medizin. Mediziner, nimm mal diesen Kelp hier auf den Boden und mach mal die Arbeit, Alter. Was ist denn passiert, mein Bester? Respekt vor unseren Supportern, ey. Kümmert euch mal. Bester, was ist denn passiert? Und wo ist die Person? Hier auf dem Boden. Dieser Mann, den kannst du kurz stabilisieren? Ich hätte nur kurz zur Seite, bitte, alle. Kann mal ein bisschen Platz machen, bitte. Hey Frank, wenn du noch jemanden Jungs, nimmst, ich mal fick dich. Platz geht machen. Mal alle, kommt mal mit zu mir. Bruder, du weißt, ich sagte die Wahrheit. Nichts. Nein, nein, nein. Ich habe selber mit meinen Augen gesehen. Also, jetzt noch eine Mal. Bruder, ich sag dir ehrlich, also gestern Polizei hat mich kontrolliert und dann hab ich die Waffe auf Boden geschmissen. Was soll ich sagen, Alter? Das passiert, das ist die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Horrid. Ich hab... Er redet ein bisschen nicht so laut, die Medizin hat alles. Ich hab gesehen, wie du auf dem Boden lagst, ja? Einer meiner Jungs wollte dir noch helfen, okay? Mhm. Was ist passiert? Bruder, ich hab die Uzi weggeschmissen, damit Polizei mich nicht mit Uzi erwischt, Bro. Die hätten die so oder so abgenommen. Wo hast du die hingeschmissen? Auf Boden. Wo Boden? Denkst du, der liegt noch da? Bestimmt, Bruder, der liegt 100% dort. 100%? Bruder, 100. Also, wenn sie nicht jemand aufgehoben hat, dann denke ich schon, dass sie dort noch liegt. Hast du nicht gerade gesagt, die Cops haben die aufgehoben und du hast gesagt, ich mach keine Aussage? Bruder, wer hat gesagt, du sollst quatschen? Ich quatsch gerade hier mit dem Präsidenten. Ja, aber du versuchst meinen Präsi zu verarschen hier gerade. Bruder, ich hab gesagt, das war eine andere Uzi. Ach so. Hey, wer ist da vorne an der Tür? Welche andere Uzi? Ja, ich hab noch mal eine Uzi bekommen gehabt. Ey, guck mal, Farud, guck mal, du kleiner Wichser, ich geb dir eine Chance als Bruder, okay? Ich erwarte von dir, dass du mir die Wahrheit sagst. Weil erste Sache, du warst nichts neben mir. Zweite Sache, ich hab nichts gesehen, wie du jemanden gefickt hast. Dritte Sache, ich hab gesehen, du wurdest gefickt. Was danach passiert ist, ist mir scheißegal. Da war ich schon weg. Okay, Bruder, okay, ich sag dir die Wahrheit, Bruder. Kann man, okay. Bruder, vergiss alles, was ich gesagt habe, okay? Vergiss alles. Okay. Bruder, jetzt, ich hab keinen Bock mehr, weil es muss echt nicht sein, dass wir uns hier anlügen.
Bruder, ich habe gestern bei dieser Schießerei, da ist einer von hinten gekommen, da bin ich auf Boden gerollt, habe den auf Kopf geschossen, dann ist noch einer gekommen und Munition ist leer gegangen von uns. Dann habe ich die weggeschmissen und bin weitergerannt und dann ist einer mit Messer gekommen, habe ich den kurz ausgenockt, habe sein Messer genommen, wie Vin Diesel, Bruder. Habe ich den dann direkt zugestochen, habe andere Messer genommen, da ist der nächste gekommen, aber Bruder, der konnte mit Messer besser umgehen, hat mich angestochen, Bruder. So war das. Krass, Alter, krass, okay, das hört sich schon viel, viel versprechender an. Ja. Tut mir leid, Bruder. Okay. Aber bevor du mich ficken willst, ich muss dir noch kurz was zeigen, Bruder, damit auch immer der Respekt steigt. Moment. Das ist eine Sprachnachricht von meinem Cousin. Müsst ihr euch mal anhören. Einen Moment. Die hast du mir doch schon letztes Mal gezeigt. Nee, die habe ich hier nicht gezeigt. Sie haben eine neue Nachricht von Armando Red Light Crew. Jo, was geht, Farut? Armando hier. Ich hab mitbekommen, dass einer von den Jungs irgendwas labert mit, du sollst Schutzgeld abdrücken. Alter, sowas gibt's nicht bei uns in der Familie. Sag mal, die sollen damit aufhören mit dem Scheiß. Ich schau vielleicht auch die nächsten Tage bald mal in Los Santos vorbei. Pass auf dich auf und sag Toni liebe Grüße von mir. Pass auf dich auf, peace. Verdammte Scheiße, Cousin, war das unser... War das unser Cousin Armando? Ja, das war unser Cousin Armando. Er hat gesagt, grüß Toni von mir. Also der Toni, der mag dich immer noch. Und jetzt solltest du auch mal aufpassen. Mag der mich. Ja, also... Ihr wisst Bescheid, mein Cousin hat hier viel auch gemacht und... Guck mal, wenn ich Armando erzähle, was du sagst und wie du mit uns umgehst, der fickt dich jetzt persönlich. Oder du musst doch jetzt nicht unbedingt Armando anrufen, Mann. Guck mal, mein Handy ist bereit. Soll ich anrufen oder nix? Ja. Warum musst du jetzt meinen Cousin anrufen? Okay, nächstes Mal, wenn du mit rum bist, dann fick ich dich. So. Okay, auf jeden Fall wolltest du da eine Stich hast du kassiert, richtig? Ja. Okay, das erzählt schon einiges, dass du die nichts mehr hast. Ja, mal, leider. Alles gut, ich verzeih dir, kann passieren, du hast sie von unseren Jungs. Wer hat die gegeben? Darf ich das sagen, Jack? Ja, das sag ich. Okay. Ja, wow. Okay, Jack, du bezahlst dafür. Hey, Jack, du bezahlst dafür, ja, dass du ihn gegeben hast, deine Schuld. Geht auf deine Nacken. Ja, mach ich. Darf ich das sagen? War jetzt so schlimm, die Wahrheit zu sagen, sei mal ehrlich. Nein, Bruder, hast recht. War auf jeden Fall, hat sich auch gut angefühlt irgendwie. Ja, fühlst du dich besser, ja? Wie ein neuer Mensch. Genau, wie ein neuer Mensch. Kein Wunder, so krass, wie viel du lügst. Ich hab noch nie in meinem Leben so einen Menschen gesehen wie dich. Du bist nur am Lügen. Sogar, wenn du zu mir sagst, ey Bruder, wie geht's dir? Gut, und dir, da denke ich sogar, du lügst. Ja. Bruder. Also was Lügen ich angeht, ist ich weiß nicht Bastard. So. Ich guck Farod nah an, der sieht schon wie eine Lüge aus, Bruder. Bruder, mir kann man doch vertrauen, Mann. Kann man mir nicht vertrauen? Schau mich nochmal. Nein, kann man nix. Ey Jungs, schaut mal, wenn ihr schon alle hier seid. Schau mal, Toni, du weißt, ich mag deinen Club. Hey, ich Alter, muss euch noch was sagen. Die ist echt am Quietschen, Bruder. Miami, halt mal deine Fresse, du Bastard. Okay, ich möchte hier was loswerden. So, auf jeden Fall, Bruder, Toni, du und dein Club, ihr seid hier gerade hier. Und wie du weißt, ich habe hier gerade eine neue Einkommensquelle. Und es gibt ja diese Bandcoins. Habt ihr vielleicht Interesse, da zusammen im Club ein bisschen was zu investieren und ein bisschen Geld rauszuholen? Das ist gut für den Club. Heute ist Bitcoin fast um die Hälfte runtergegangen. Ist dein Coin auch runtergegangen? Bruder, ich fick Bitcoin, Bruder. Bandcoins ist die neue Währung. Deswegen gehen alle gerade unter, Bruder, wegen Bandcoins. Bitcoins runtergegangen, Krypto ist runtergegangen, alles runtergegangen, Bruder. Nur wegen Bandcoin, weil Bandcoin gerade am Steigen ist. Okay. Okay. Das ist deine Coin, oder? Richtig, Bruder, genau. Okay, guck, wir machen so. Ich gebe dir keinen Cent, aber du gibst mir ein Prozent ab, wenn du gewinnst. Von deiner Coin. Weil du besitzt ja die meisten, denke ich, oder? Ja, aber da mache ich doch gar kein Profil. Doch, wenn du Profit gemacht hast, gibst du mir einen Teil von diesem Profit mir. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn, Bruder. Was laberst du? Willst du mich verarschen? Für die Uzi, Mann. Ach so, für die Uzi. Nee, Bruder, scheiß drauf. Schau mal, wir machen anders. Du gibst mir
Alle, wenn jeder zusammen jetzt schon mal, wie viele Leute sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wenn jeder von euch 10.000 Dollar gibt, dann sind es 140.000 Dollar. Und du denkst, ich gebe dir Casino. Das Geld? Die Jungs brauchen das Geld für was anderes. Wie Casino. Was wie Casino, Mann? Was laberst du, Cousin? Halt deine Schnauze. Seine Bitcoins. Halt doch deine Schnauze, Mann. Was laberst du, Alter? Ey, Toni, der labert. Chips. Hör ihn nicht zu. Hör ihn nicht zu. Sind Chips in diese Casino. Das stimmt gar nicht. Bruder, ich hab schon mal am besten Tag dich durchschaut, Cousin. Das stimmt nicht. Du siehst doch diese Säule, wo du dich anlehnst, oder? Ja. Die sollen dich rein. Das sagt Toni immer. Baby, geh mal zurück zu denen. Geh mal zurück zu denen. Gib dem eine Schelle. Black, wer mich schlägt, ich schwöre auf alles. Ich hab mein Handy, ich ruf jetzt meinen Cousin an. Ich ruf ihn jetzt an. Ja, ich ruf als erstes an. Ich schicke den. Gib den eine Schelle. Ja, sag ihm, er will zu. Sag ihm auch, er will uns Bandcoins andrehen und so. Ja, sag doch, ich nehme doch auf. Hey, leg mal das Handy weg. Wir können das anders klären. Bruder, chill mal, hey. Hör mal zu. Siehst du den Wichser hier? Schau mal, der will uns Bandcoins andrehen, Armando. Bandcoins, er will von jedem 10.000 Euro. Hartes Relay, dankeschön, Bruder, für deinen dritten Monat. Ich küsse dein Herz, Bruder. Was hältst du davon, Mann? Mit diesem Geld gibt der Casino und sagst du deine Meinung. Ey, sag nicht meinem Cousin, dass ich spielsüchtig bin, Mann, der fickt mich, Alter. Was ist los mit dir? Armando wird auf das. Yo, Jack. Und er ist auch spielsüchtig, Armando. Ich müsste Zettel kurz von meinem Deal abholen. Mit dem Geld von den Bandcoins geht er immer Casino zocken. Ach, und der wollte uns abziehen damit, ja? Einen, auf den wir investieren. Was machst du mit solchen Leuten, die uns verarschen wollen? Toni, ich sag dir, ich bin echt enttäuscht von dir, also, Alter. Ich mach sowas immer. Aber nimm das nicht persönlich, ey. Du weißt ja. Ich will nächstes Mal bei zu Bescheid, ja? Und die Video geht jetzt zu Armando. Und. Schicken. Aber hast du gutes Internet hier, Mann? Okay, gut. Ja. Ihr kleinen 31er, Alter. Ey, musst du? Ja, Bruder. Ich ruf jetzt Kellermann, ja? Der Prisi von den. Achso, ja, ruf den Mann, komm mal her, näher, komm mal näher. Test. Yo, okay. Hört sich das an wie schlechter Empfang? Ja. Das klären wir noch, Toni. Nee, der geht nicht ran. Der hat wohl genug. Was klären wir? Warte einfach ab. Ah, Jungs, der will euer Präsidenten-Drohnen. Nein, ich sag nichts. Ich ruf jetzt Armando an. Ja, Ruvan, komm. Ich ruf ihn jetzt an. Komm. Ich ruf ihn jetzt an. Ich denke, der ist gerade dabei, die Videos zu gucken. Ja, ich guck ihn jetzt an. Ich ruf ihn jetzt an. Du guckst ihn an. Ruf. So, ich mach auch auf Lautsprecher, dass ihr das alle hört. Moment. Ich muss kurz hier auf Lautsprecher machen. So, ich rufe ihn jetzt an. Yo, Kuzek, was geht ab, Bruder? Ich bin hier gerade mit Toni. Yo, was geht, Bruder? Ja, Bruder, hör mal zu. Hier, der Toni, der ist hier gerade, der macht hier gerade Faxen. Der hat dir, glaube ich, irgendein Video geschickt. Und, Bruder, das ist alles nur gespielt, dass du Bescheid weißt. Was für ein Video, Bruder? Ich hab nichts bekommen. Ja, keine Ahnung, Bruder. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, hör mal zu, Bruder. Der soll gucken sein Handy. Ich hab ihn geschickt. Du sollst auf dein Handy gucken. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir wollten dir nur einen Spaß machen. Sag mal, dass es Spaß war, Toni. Bruder, sag, dass es Spaß ist. Wallah, nein, das war kein Spaß. Halt deine Fresse, Bruder. Bitte, Bruder. Ich mach auch keinen Scheiß mehr. Bitte. Armando. Bruder, ich mach keinen Scheiß mehr. Guck dir Video an und dann bilde deine eigene Meinung, okay? Hey Jungs, ich hab euch meinen Cousin anvertraut. Wenn der irgendeine Scheiße macht, dann fickt ihn, Alter. Was ist los mit ihm? Bruder. Hier hab ich ihn auch versucht zu sagen, Bruder. Aber der versteht nichts. Toni, bitte. Hey Toni, Toni. Toni, hör mal zu, Bruder. Ich mein's ernst. Sag, das war Spaß. Wallah, der fickt mich. Ich mein's ernst. Sag einfach, das war Spaß. Ich mach keinen Scheiß mehr, versprochen. Mach mal stumm. Cousin, ich mach. Einen Moment. Ja. Jungs,
Guck mal. Wartos Locos kommen gleich, ja? Also baut keine Scheiße, bitte. Guck mal. Okay. Forward, yeah. Wenn du mich nochmal so verarschen willst, dann ich fick dich richtig, ja? Und ich werde das Armando sofort sagen. Okay, Bruder, okay. Warte, ich mach laut. Armando! Ja? Guck mal, Bruderherz, ja? Das wäre alles natürlich ein bisschen Spaß. Okay. Alles gut, Jungs. Am besten vergisst du diese Video. Wir wollten nur ein bisschen diese Fahrrad Angst machen. Weißt du doch, wie ist es bei uns? Alles gut, Jungs, alles gut. Passt auf euch auf. Ich komme die Tage vorbei, ne? Ja, mach das. Sag Bescheid, bevor du da bist. Wir holen dich ab vom Flughafen. Okay, alles klar, Mann. Passt auf euch auf. Ciao. Heide. Oh, Bruder, danke, Mann. Du hast noch echt gut meinen Arsch gerettet, Alter. Ja, nächstes Mal, du weißt, was mit dir passiert. Wenn Armando hier ist, der würde dich direkt ficken, du weißt. Ja, Bruder, hast recht. Ja. Der bei denen gibt's nicht so Spaß. Mann, bei denen einmal eine Wort ist gesetzt bei denen. Hast recht. Ich möchte mich auch entschuldigen. Ja. So, Vatos Locos kommt, ficken wir die jetzt auch, Bruder? Ich bin bereit. Na. Ey, Farut, Alter. Hat der Maul. Ey, das sind unsere Geschäftspartner, okay? Mach keine Scheiße. Bruder, darf ich mitsprechen ein bisschen dort? Nein, du darfst leise sein. Was willst du da sprechen? Sag mal ehrlich. Bruder, ihr redet doch über Geschäfte, Alter. Ich kann ein bisschen auch Geschäfte machen, Bruder. Du weißt doch, ich bin... Okay, weißt du, was wir machen? Wir machen so, guck. Jack sagt dir die Preise von den Knarren, okay? Mhm. Und du machst mit denen eine gute Deal und sagst denen, wie das abläuft. Natürlich kriegen die nichts große Lieferung, immer klein. Mhm. Okay, wenn du gute Preis kriegst, kriegst du ein bisschen für deine, ich sag mal, Bandcoins. Oha. Musst du. Oha. Ja, ey, Jungs, kraft euch mal hier, ja, ey. Wir sind... musst du. Ja. Ich werde auf jeden Fall meine Geschäfte, die ich über tagelang hinweg aufgebaut habe, nicht vom Fahrrad kaputt machen lassen. Tut mir leid. Das erkläre ich allein mit Charmin. Wenn ich sage, du machst das, dann machst du das. Hast du verstanden? Ich lasse doch nicht Fahrrad meine Geschäfte machen. Nein, ich sage dir, wenn du das machst, dann machst du. Sag ihm die Preise. Jack ist angepisst. Bruder, nicht, dass jetzt interner Streit gibt, Bruder. Lass lieber Jack die Preise machen, Bruder. Der macht das schon wochenlang. Nicht, dass ich jetzt da sein Ding. Wenn Musto sagt, dass du die Preise machst, dann machst du das. Bruder, der arme Mann, scheiß drauf. Hast du verstanden, Alter? Okay, ey, Jack, komm. Komm her, meine Süße, ey. Knelle, halt deine Fresse, Alter. Was machst du deine Geschäfte, ja? Hast du verstanden, Alter? Alles klar. Ah, da sind die doch. Die Vatos Fakos. Ey, raff dich jetzt, ich führe Fahrrad, ich decke diese. Guck mal, ich werde diese Teil hier in deinen Arsch reinstecken, ja? Normalerweise, ich stecke dir diese Teil bei diese Stahlbank rein, ja? Damit okay. Du Bescheid weißt. Alles klar, lass uns. Ja, okay, jetzt Jungs, ernst, bleibt ernst. Ja, wir haben jetzt, wenn ihr gemeinsam... Ich geh mal ein bisschen auch hin. Wenn ihr alle da seid, Menes. Olla, mein Lieber, Olla, wie ist es, Junge? Alles gut bei dir? Auch, mein Lieber, kommt rein. Olla, que pasa, que tal, Jungs, wie geht's euch? Muy bien, esto es mío. Que pasa, kommt rein. Lass den nicht ablenken von euch, kommt einfach rein. Oder. Frank, du sollst kein Pöschchen halten, Mann. Wie geht's euch? Was läuft? Hola. Ach. Ignacio, du bist Kopf der Bande? Genau. Okay, ist deine rechte Hand da? Nein, der ist nicht da. Was ist Ignacio? Okay, dann nimm einfach eine weitere Person mit. Wir gehen dann rein. Okay. Die restlichen Leute können sich einfach gemütlich machen im Chapter. Ja, komm mit Alejandro. Alejandro. Sie, wo ist es hier gemütlich? Alejandro. Da, mein Lieber. Ah, perfekt. Lass uns mal ein bisschen mit denen chillen. Jungs, wie heißt euer Kopf nochmal da, der Typ? Ist Ignacio. Ignacio. Sie. Ignacio. Wollt ihr was trinken, Männers?
Habt ihr eine Cerveza da? Was? Galt Diego. Und eine Bier? Diego, hast du gehört, mein Lieber? Hol mal. Ja, okay. Nur alkoholfrei? Oh no, dann verzichte ich. Wollt ihr was Gegrilltes haben? Oh, si. Ich habe aber nur dicke Eier da und und Adana-Kebab, was wollt ihr? Schweineachs ist auch noch im Angebot, Männers. Cousin, mach mal noch mal das von gestern. Wie hieß das noch mal, was du da in Twitter gepostet hast? Schirdan. Ja. Schirdan, Jungs. Hier, bedient euch. Oh, danke, danke, amigo. Ich mach schon mal den Grill an. Gracias, hermano. Cousin, kannst du da noch mal so einen Twitter-Beitrag machen? Schreib rein, für meine Brüder Vatos Locos gegrillt. Grillen, nein. Weißt du, okay, was ich meine? Früher hat man noch immer so nein gemacht. Mach das auch. Lasst euch jetzt überraschen, ja? Genau. Ah, Jungs, die Supporter gehen mal jetzt ein bisschen hier weg, ja? Und schreib auch Ding so rein. Jungs, wild mit Y. Schreib das mit Y rein, okay? Schreib mal nicht so rum, bitte. Ja, Cousin. Warte, Jungs. Richtige Fast and Furious Vibes. Die kommen noch. Jetzt mich so auf den Twitter-Beitrag. Der Jungs, ich höre keinen von euch sprechen. Was ist los? Ihr seid richtig viele hier. Mhm. Warum? Was hast du erwartet? 2-3 Männer mit Motorrad? No, der war gut. Ja, Jungs, ihr seid doch Spanier. Wie... Amigos, was geht ab? Wie wär's mit einem Toast? Ihr spricht doch immer einen Toast aus. Verdammte Scheiße, schon wieder. Eigentlich sind wir Mexikaner, amigo. Ah, Mexikaner. Du hast dich nicht genug Naomi, informiert. Komm sofort zurück. Sie reden die gleiche Sprache, aber andere Länder. Okay. Wollt ihr nicht einen Toast aussprechen? Vielleicht mal für heute? Eine Toast. Komm, Russ, das ist dein Kann der machen, nachdem wir unsere Geschäfte gemacht haben. Eine Toast aussprechen. Hast recht. Willst du eine Toast aussprechen? Ja, nach dem Geschäft spreche ich einen Toast aus. Okay. Ein Toast oder eine Toaster? Ein Toast. Mit Sujuk und Curry-Ketchup. Alkoholfreies Bier, beste. Sie. Red Boss Jack. Wow. Die sind im Chapter. Guck mal, gegenüber dir. Ja, ruf den doch mal raus. Ich geh mal ein bisschen zu den Taxi-Leuten. Der ist mit... Wann ist Essen fertig, amigo? Jungs, übrigens, so ist das in Türkei, ne? Das sind so zum Beispiel, sagen wir, hier ist ein Bakkal, da sitzen die Jungs, die sitzen auch mal so draußen mit Tische, Stuhl und so. Und gegenüber ist auch ein Bakkal und da chillen die Leute auch, oder Taxifahrer. Dann sind die mal da und dann chillen die mal und dann geht man mal rüber, holt sich einen Chai oder so. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist richtig geil dort, Alter, das ist immer so. Wohin soll ich fahren? Garage, Alter. Garage? Oh, Kuku, Ibrahim Faroti. Oh, ciao, Boban. Hi, Emir. Tschüssi. Wollen Sie jetzt eine Taxifirma durch Gazine? Gib mir doch eine Antwort, tschüssi. Ey, werde ich gerade beleidigt oder was? Miriam, Mir. Eine Fresse kurz. Mir, Anne. Was machst du? Wallein, ich bin hier, ich warte gerade, ja? Guck mal, hier Antoine macht Fitnam in meinem Namen die ganze Zeit. Aber ist er auch jetzt Taxifahrer? Nein, er geht andere Autos klauen, haut vor Chicas ab, Alter. Mr. Fitnam 2.0 hier geworden. Ah, scheiße, Alter. Was läuft, Fahrrad, ey? Ach, was geht ab, Antoine, wie geht's dir? Ja, alles bestens, und ich tu grad seine Firma in Scheiße rein, Tom. Beste Bruder, was du machen kannst. Ja. Mach immer so weiter, ja. Das ist gut. Gleich tue ich deinen Kopf in Toilette in Schuhe. Boah, Jungs, ich muss weiter, ich muss wieder zurück. Egal, was machen. Ja, und sag Musti, er soll keinen Armstrom mehr haben. Amigo, wo sind eure ganzen Motorräder? Wahrscheinlich in der Garage. Und in der Garage, ja. Manche werden auch geputzt von den Taxifahrern da hinten. Ey, Jungs, da hat gerade jemand, ja, dort, der Antoine, hat gesagt, sagt Musti, der soll keine Angst vor mir haben. Ja. Yeah. Dass ihr Bescheid wisst. Farut. Hm? Wer ist mit deinem Fitner? Bruder, ich mach keinen Fitner, der hat das wirklich gesagt. Okay, dann komm mit mir. Okay, komm.
Komm, wir holen uns den jetzt. Ja, aber doch nicht mit Uzi, Bruder. Da wird er natürlich sagen, dass er es nicht gesagt hat. Bruder, du musst ihn doch jetzt nicht abknallen, Mann. Okay. Oha. Ey, wer ist das? Ey. Ah, da ist der Hand. Oha. Okay, dann hat sich das doch... Oha. Verdammte Scheiße, Alter. Beruhig dich, Chico, beruhig dich. Dann hat sich das verdammte doch Scheiße, geklärt. Alter. Ey, was geht hier ab, Mann? Mein Auto jetzt 2 Tage hintereinander jedes Mal geklaut. Ich habe ihm gesagt, er soll die Scheiße lassen. Jetzt hat er Pech gehabt. Das hat er nur davon. Und du hast auch Pech gehabt, weil du jetzt einen Plattenreifen hast. Nee, mein, ich habe da drüben noch ein Auto. Guck mal, ich habe das 2-mal. Ich schick mal einen, ich ruf mal wieder einen Krankenwagen. Rufst du noch zwei Sanitäter? Hab ich. Tut mir leid, kann ich dir irgendwas... Verdammte Scheiße, Alter, ich bin fast tot, Alter. Hä? Wie kannst du fast tot sein, amigo? Angelos, hey, warte, Bruder, nein, Bruder, Angelos, no. Right, wrong way. Gib dir mal Kopfmassage. Cousin, schau mal auf Twitter, ob das funktioniert, ja? Schau mal, ob da rausgekommen ist. Hey, wo bist du? Moment. Boah, die ist echt viel Warum drauf, ne? Antoyan Fitten auf meinen Namen, ja? Nein, Cousin, da ist nichts. Da ist Problem, ja? Wenn diese... Scheiße. Versuch mal was zu twittern, Cousin. Ey, sag mal, Farut. Ja? Kann das sein, dass die Alte viel Geld hat? Ich weiß nicht, wieso. Weil sie das Auto 2-mal hat. Okay, keine Ahnung, kann sein. Schau mal Nummernschilder. Manchmal machen die gleiche Nummernschilder an gleiche Ding dran. So, da sind andere, nicht mehr. Bruder, sag mal, das ist brutalste Essen, Bruder. Entschuldigung, darf ich noch was aus der Garage holen? Ja. Okay, danke. Ja. Mal sehen, was sie jetzt auspackt. Das ist dein Lieblingsessen in 3 Wochen. Oh, in 3 Wochen, Bruder, ich geb mir ganze Zeit zu da. So, Jungs, ich geh mal kurz. Ich fahr mal auch kurz Auto. Farus, bau keinen Unfall. Alles gut, Bruder. Hey. Ja? Wohin, Alter? Hose. Bisschen unterwegs, bisschen chillen. Alles klar, wenn was ist, Milch. Halt deine Schnauze, Alter. Komm, mach dich ab hier. Das ist ein Chromebook, das ist ein Chromebook, das ist ein Chromebook. Wechsel zu Chromebook. Ich erinnere mich noch gut daran, als wir uns zum ersten Mal sahen. Hermano, wir machen das am besten andersrum. Ich wollte euch ein kleines Gespräch anbieten, wenn ihr das möchtet. Okay. Ich werde eine Nummer hinterlassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne in einer Arbeitsstunde anrufen. Ja. Und eventuell Warte könnt ihr uns Alter. Treffen. Und vielleicht ein kleines Gespräch für na? Da gibt es ein paar interessante Sachen für uns. Warte. Okay.
Jungs, ich zeig euch jetzt die Nummer auf, ja, von den Herrschaften. Ich zeig euch kurz was. Schaut jetzt, wenn ich vorbeifahre, okay? Das wird euch bestimmt gefallen. So, Bruder. Farut Diesel ist zurück. Okay, let's go. Okay, hat nicht geklappt. Ich mach nochmal kurz. Sorry. Haben ein Gespräch da hinten, ja? Bruder, tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab gerade was verpeilt. Ich muss nochmal machen. Jetzt. Ah, scheiße, Alter. Wieso krieg ich das nicht hin, Mann? Auf Filmen sieht's immer so leicht aus, Mann. So, nochmal, ich muss sie jetzt beeindrucken. Ach, scheiße, Musik vergessen. Yo, Bro. Yo, what up? Was geht ab? Ja, nicht viel, Alter. Du bist doch vom anderen Club. Ja. Ja, Bruder. Die hat, warst du vorhin bei dem Stress dabei? Ich glaube schon, ich weiß nicht, Alter. Okay. Alles wieso klar. Wieso fragst du? Ah, nur so, weil die Jungs haben ja Stress mit dir, deswegen wollte ich. Ey, mein scheiß Handy geht nicht. Ja, meiner ist auch nicht so mit einem Spacken. Okay, alles klar, dann fahr lieber weiter, nicht dass die Jungs dich hier noch sehen. Ja, aber ey, ich kann mich ruhig sehen, Alter, ich hab keine Angst. Aber ich bin nicht vom anderen Club, wir haben einen Namen. Wie ist dein Name? Mein Name ist Parlament, aber der MC-Name ist Gremium Bosporus. Warte, dein Name ist Parlament? Ja. Okay. Was bist du denn für eine Nationalität? Türke. Türke. Ich habe auch jetzt hier meine neue Zigarettenmarke, Alter. Hm. Die nennt sich auch Parlament, ganz nach mir. Was für ein Zufall? Ja, warum denn? Nur so. Ja, jetzt komm, verpiss dich, Alter. Halt deine Schnauze, bevor ich dich fick, fahr weiter. Du Kelb! So, jetzt machen wir Fast and Furious Move. Ja, Bruder! Genau das wollte ich! Und Jungs, was sagt ihr? War doch filmreif, ne? Genau das will ich heute machen. Ah, scheiße, ich wurde geblitzt. Zehn von sieben. Danke, danke. War's ein... Oder war nice, ne? Oh, so krank, Digga. Danke, ich küsse eure Herzen. Ganze, danke, danke, danke. War wild. War wild, war wild. Danke, 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 danke. Danke, Jungs, danke. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen, danke. Ah, scheiße, Morg, dieser Blitzer hier, Morg, der fuckt mich so ab, Alter. Da war's in Dambo. Ja, komm. Was geht ab, Bruder? Nix, Mann. Hier ist gerade jede Menge Trubel. So viele Leute sind hier. So viele Gangs, so viele Kartelle. Oder hast du vielleicht kurz Zeit, ein bisschen zu quatschen, Bro? Klar. Sollen wir es am Telefon machen oder sollen wir uns persönlich treffen, Bro? Am besten persönlich, oder? Ich glaube, ich werde abgehört, Alter. Die Cops verfolgen mich. Wo bist du, Bruder? Ich bin im Chapter. Am Parkplatz, Bruder, schau, dass dich keiner verfolgt. Ich bin gleich da. Alles klar, Mann. Bis gleich, Holmes. Hey. Bis gleich, ciao.
Ich hab doch gesagt, verpiss dich, Alter. Geh mal weg, Alter, was ist los mit dir, Mann? Kleiner Bastard. Was ist los mit euch Kelps, Alter? Wollt ihr mich hier ficken oder was? Wo ist der hin, Lan? Ich mach ein bisschen Fast and Furious. Das Gute ist halt, ich kann halt gut Auto fahren. Das ist das Einzige, was ich kann. Schaut. Hier so Ausweichmanöver, da Ausweichmanöver. Jetzt kommt Blitzer. Dass er nicht blitzt, ich fahr rückwärts. Weil da kein Nummernschild ist. Jetzt schaut. Krass, ne? Ja. Krass, ne? Hat euch ja, danke, danke, Jungs, danke. Der geil, Bruder. Was geht, man? Es geht ab. Nicht, dass sie uns noch hier sehen. Lass uns lieber hier. Ja, ja, Präsi ist gerade schlafen gegangen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Okay, Bruder, steig aus. Bruder, danke, danke. Ja, fahren ist gut. Bruder. Ich habe gestern über deine Worte nachgedacht, Alter. Und ich sag dir ehrlich, Bruder, da passiert gerade ziemlich viel Scheiße, alter Fuchs. Oh, da sagst du was, Alter. Was machen wir, Bruder? Also ich sagte, schau mal, gestern, also Polizei hat dich noch in der Akte, okay? Polizei hat dich in der Akte, das ist nicht gut für dich, Bruder. Wenn die dich erwischen, dann bist du gefickt. Jetzt habe ich einen Plan. Okay, ich weiß nicht, ob du dabei bist, Bruder, weil du hast jetzt auch deine Kutte Das wird ein bisschen Risiko, Bruder. Aber bei diesem Plan... Das darf gar kein Mensch erfahren, Bruder, außer wir beide. Hört sich gut an, Alter. Ich war auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr überrascht, als ich gerade ins Chapter gekommen bin. Ich dachte mir, ja, die wollen mir eine Kugel verpassen. Mhm. Auf einmal heißt es, geh dir eine Kutte anziehen. Boah. Was Faruts Pläne nie annehmen? Meine Pläne sind aber die besten, die gehen immer auf, mir, wie eine Blume. Bruder, hör mir zu. Hör mir zu, ich hab einen krassen Plan, Bruder. Schieß los. Ein letztes Mal, Bruder. Mein allerletztes Mal. Faru, Dr. Bray und Lil Money. Ein letztes Mal, Bruder. Ein letztes Mal. Weißt du was, Bruder? Wir gehen dahin, Bruder. Wir holen uns diesen scheiß Cop. Wenn wir diesen Cop haben... Nehmen wir noch irgendeine Person. Irgend so einen Straßengangster, Bruder. Der aussieht, der wohl nichts zu verlieren hat, Bruder. So ein richtiger Müllhaufen. Okay? Und den kleiden wir dann als Blatt ein. Nehmen meinen Kopf, entführen einen Kopf. Sagen ihm, Bruder, du löscht die Akte von Fuchs. Und dafür geben wir dir ein Blatt. Also kein Blatt, sondern Blatt. You know what I mean? Yeah, yeah, I got you, man. You got me, okay. Look, dieser Plan, Bruder, der ist zweimal überdacht, der ist sicher, Bruder. Ganz ehrlich, Bruder, so wenn TÜV in Los Santos wäre, würde sogar dieser Plan einen TÜV bekommen, Bruder, der ist sicher. Was sagst du, Fuchs? Ein letztes Mal. Ich sag dir ehrlich, Mann, ich bin sowieso gerade voll frustriert und ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Du bist gerade... Meine letzte Hoffnung, denke ich. Der Louis kam gestern zu mir. Er sagt zu mir, ich soll zu den Cops gehen
und denen so meine Hose, meine Eier zeigen. Von wegen, der Einzige, der mit euch redet, sind meine Eier. Aber ich glaube dann, Bruder, weiß ich nicht, Mann, da bucht nämlich ein, Alter. So einfach ist das nicht. Hier trinkt man Whisky. Der Fuchs ist nicht mehr der alte Bruder, das sag ich dir. Das ist nicht mehr der, wo der Louis. Der ist nicht mehr der, wo einmal war. Ja, Mann, das Gefühl habe ich auch, Alter. Er behandelt mich wie Schmutz, jeden Tag. Mhm. Weißt du warum, sogar, Bruder? Obwohl ich meine Kutte trage, Alter. Ja, weißt du warum? Nee. Weil er der Schmutz ist, Bruder. Boah, Alter. Ja, Mann. Ey, dieser Whisky, Alter. Kamera nimmt keinen Ton auf. Ganz ehrlich, Bruder. Scheiße, Alter. Vertrau mir, Bruder. Hab ich dich jemals enttäuscht? Hab ich irgendwo mal da gelassen? Ist mal irgendwas passiert? Bruder, auf mich kannst du zählen, nein, Bruder. Hast du recht, Alter. Bist du dabei? Ich bin zwar ein bisschen angetrunken, Alter, aber komm, Mann, ich mach mit, Alter. Wir ficken die, Alter. Ein letztes Mal, Bruder. Ein letztes Mal. Wir müssen das schlau machen, Diesmal nicht, du gehst irgendwie mit Farut, weil sobald du mit mir bist, wissen die sowieso gleich, ah, da ist irgendwas Faules im Busch. Wie bei Ostern, da ist auch immer was Faules im Busch. Aber wenn du jetzt sagst, ah, ich gehe jetzt schlafen, Jungs, und ich wünsche euch allen eine gute Nacht, dann kletterst du von hinten raus, ich warte hinten auf dich. Du kletterst von hinten raus, du steigst in mein Auto und wir fahren los, Bruder. Ein letztes Mal. Okay, Mann. Bist du bewaffnet, Bro? Ja, Mann, bin ich. Okay, Holmes. Wir sehen uns gleich da hinten, beeil dich. Alles klar, Mann. Bis gleich. Die Kamera nimmt keinen Ton auf, alles gut. Die Kamera nimmt keinen Ton auf. Die können nur das anwenden, was man so sieht, aber die können doch hier kein Ding machen. Das wäre zu OP. Das wäre zu OP, dann darfst du nirgendwo. Dann, mein Handy wird abgehört, dann kannst du gar nichts mehr machen. Okay, ein letztes Mal, Bruder. Ein allerletztes. Jetzt schaut euch, wie ich hier rauskomme aus dem Tunnel. Habt ihr gesehen? Richtig perfekt gedriftet. Wie komme ich jetzt nach da hinten dann? Ah ne, ich muss hier warten. Hier muss ich auf Fuchs warten. Hier warte ich auf Fuchs. Das war sehr stark, dankeschön. Alboboy, mach's gut, Bruder. Wenn da eine Kamera ist, heißt es, die dürfen deine Streams schauen, oder wie? Nee, das ist schon mal, das ist eine Millionenstadtregel, okay? Das heißt, du solltest dich RP-technisch auch so verhalten. Also dementsprechend in einem Tunnel ist jetzt gerade, sind hier Kameras, okay? Aber das heißt, wenn ich jetzt hier jemand abknalle, kann es sein, dass vielleicht ein Admin das sieht und vielleicht sagt, okay, der wurde da abgeknallt, ihr dürft einen Haftbefehl auf ihn machen sozusagen. Der hat da was gemacht. So, weil die Jungs müssen sich an diese Millionenstadtregeln halten. Wisst ihr, was ich meine? Aber so Ton und so glaube ich jetzt nicht. Weil es gibt einfach Leute, die sind mitten im Würfelpark, schießen da einfach einen ab. So, das geht nicht. Wisst ihr, was ich meine? Man muss sich so ein bisschen an diese Dinge halten. Dankeschön, Jin, ich küsse dein Herz. Stefano, wir machen jetzt. Fuchs, wir sind am Arsch. Farut, vertrau mir, Bruder. Bruder, Jungs, ist jemals ein Plan von mir schiefgegangen? Dieser Plan wird aufgehen, Jungs. Vertraut mir mal. Ihr müsst mir ein bisschen vertrauen, Alter. Ihr vertraut mir nicht. Das ist euer Problem. Und im Endeffekt heißt es dann, was ist der Plan jetzt? Ja, wir schauen jetzt, Bruder. Ist noch nicht ein ganz sicherer Plan, aber wir improvisieren. Ist doch zu viel Film, sowas. Vertrau mir, Bruder. Nee, Mist, David, lieber nicht. Ich hätte Bock auf Banner Music. Noch nicht. Noch nicht. Juna Geld geben. Keine Zeit. Keine Zeit jetzt. Wir haben was. Wir haben jetzt was vor. Alle sind schief gelaufen. Nee, Bruder, da irrst du dich.
Adelan, Felix, wo bleibst du? Bedeutet Banner Music, dass du Bande aufbaust und Musik machst? Ne, wir machen das hier auch. Wir machen auch hier Banner Music auf. Aber noch nicht so schnell. Okay, Fuchs ist unterwegs. Das macht jetzt Deal. Genießt, lehnt euch zurück, genießt das RP. Ich sehe schon Knast-RP kommen. Nee. Keine Sorge. Adelan, Fuchs, wo bleibt der? Ach, solange er braucht, gehe ich schnell aufs Klo. Mathe 2, Tamam und Englisch. Englisch hatte ich 3. Was geht ab, Locke der Boss? Wie geht's dir, Bruder? Pfeife läuft, bin gespannt, Edis. Gönn dir, Bruder. Gönn dir deine Pfeife. Wir sind gleich da. Ja, ja, wir gehen bestimmt ins Casino. Wir haben ja noch viel vor, Bruder. Wir sind ja jetzt frisch erst ins RP rein. Fahr. Ey, Fahrrad, Mann. Ey, Bray. Fox, steig ein, Bruder, steig ein. Setz dich hinten, genau, Bruder. Setz dich hinten. Scheiß drauf, Mann, Scheibe ist eh kaputt. Ja, die Tür lässt aber auf, ne, aber zum Glück kann ich... Ne, du hast doch hier Urus, richtig. Fahr, Mann, die denken, ich geh pennen, Alter. Okay, hey, Faro, du müssen uns irgendwo umziehen. Warte ich erstmal, ja. Wir gehen ein bisschen weiter weg und so umziehen, Bruder. Ja, am besten, warte, ich mach kurz mein Handy auf Flugmodus. Mach das, genau, das erwarte ich jetzt auch. Bruder, wenn das rauskommt, sind wir beide gefickt, ne? Du hast gehört, Alter. Toni hat Armando angerufen. Wenn das Armando mitbekommt, dann bin ich gefickt, Bruder. Ja, erstens das und zweitens, ich glaube, ich verliere meinen Kopf, Mann. Nee, Bruder, deswegen wird da nichts passieren. Vertrau mir, Felix. Ich hab das komplett durchdacht. Deine Akte wird gelöscht, du wirst alles wird gut. So als wärst du niemals da beteiligt gewesen. Ja, ey, die haben gestern noch nach der Big Mama gefragt, Mann. Ach, nach Big Mama wird auch gefundet. Ja, die haben mich gestern drei, vier Mal nach ihr gefragt. Ich so, keine Ahnung, Alter, ich hab die paar Mal gesehen, aber ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, sollen wir Big Mama... Boah, Bruder, hier ist zu viel Sand, ich komm nicht klar.
Boah, Bruder, der Uro. Ich weiß nicht, Alter. Boah, nein, scheiße, Bruder. Egal, wir klauen eh ein Auto. Sollen wir Big Mama auch ins... Ich weiß nicht, Bruder. Meinst du, man kann hier vertrauen? Das Ding ist, wir stecken in derselben Scheiße. Und wenn wir denselben Feind haben... Denke ich schon, Alter, denke ich schon. Soll sie dann mitmachen bei der Scheiße da? Aber ich weiß halt nicht, entweder wir nehmen sie... Na, das klappt auch nicht. Wir nehmen sie als Geisel oder sowas, aber... klappt nicht. Hast du was zu essen, Bruder? Ich verhungere hier, Bruder. Alter. Ich brauche was zu essen, Bruder. Hier ist was, trink was. Oh, Scheiße. 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 Der Bencoin-Investor, der Bencoin-Investor. Ich bin gefickt, Bruder. Warte. Oh. Sagst du, wir haben noch mehr Feinde als Platz. Hallo, Herr Ben. Hallo und herzlich willkommen bei dem schlechtesten Anbieter Vodafone. Das ist die Mailbox von Farud Ben. Scheiß auf alle Antäuscher, die Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Yo, was geht ab, was geht ab? Hier ist Farud Gang Ben, der Echte. Ich bin momentan nicht zu erreichen, aber investiere in Bencoin. Du wirst es nicht bereuen. Peace up. Hallo Herr Ben, Uno Schneider hier. Und zwar wollte ich fragen, wie sich der Bencoin auf dem Markt bewährt. Und halt, wenn das gut läuft, dann würde ich auch gerne weiter investieren. Liebe Grüße. So ein Kelp, Bruder, der denkt ja wirklich, wie kommt das Geld hier wieder raus? Er will mehr investieren, aber ich glaube, ich sollte das eingehen, Fuchs. Was sagst du? Wer will wie investieren? Ich bin, klein mich mal auf. Bruder, so ein Mediziner gestern war eigentlich ein sympathischer Typ, ich wollte ihn auch nicht abziehen, aber der will nochmal investieren. Ich muss das mal nach der Aktion da gucken, Alter. Er hat das schon verstanden mit deinem Schneeballsystem. Ja, hast du verstanden, ne? Ist ganz simpel. Ja, der letzte hat die Arschkarte. Genau. So, hier können wir ihn sicher uns umziehen. Danke, Beat. Hä? Achso. Boah, voll vernebelt hier, Alter. Ich wusste nicht, dass man bei Stumm nicht anrufen kann, Alter. Normalerweise habe ich gedacht, bei Stumm geht das auch. Hola. Was geht ab, was geht ab? Was geht ab? Ich dachte schon, du rufst mich gar nicht mehr an. Hör mal zu, Big Mama, das gibt ein kleines Problem. Mhm. Kannst du dich noch an diesen einen Kelp da erinnern, der wo da gesagt hat, ja, ich werde Kameraaufnahmen löschen und euch wird nichts passieren. Erinnerst du dich noch an diesen Bastard? Ja, dieser Ashraf, der Kumpel von dem Ashraf. Richtig, Ashraf, genau. Der Bulle. Genau. Erinnerst du dich noch dran, ne? Mhm. Okay, Bruder, hör mir zu. Okay, Bruder. Hör mir zu. Der, einen Moment, ich telefoniere kurz. Ich komme gleich, der, einen Moment. Okay, erzähl weiter. Hör mir zu. Du und Fuchs werden noch weitergesucht. Und ich und Fuchs haben jetzt einen Plan. Bist du dabei oder nicht? Gesucht? Ja, so, warum wirst du gesucht? Vielleicht weil du dabei warst bei einem geplanten Mordauftrag, wo ich 3 Leute in den Kopf geschossen habe. Vielleicht deswegen, Big Mama, hast du mal vielleicht daran gedacht? Beruhig dich. Mein Kopf ist sehr voll heute. Also, wie sieht's aus? Was ist der Plan? Der Plan ist... Ob du am Start bist. Ich und Fuchs haben eine Lösung.
Willst du mit einsteigen oder willst du lieber Haftbefehl und abhauen vor der Polizei? Nein, ich bin auf jeden Fall dabei. Bist dabei? Ja. Okay, dann geh in den nächsten Umkleidestore. Und zieh dich an wie ein Blatt. Also rot mit Bandana und so Scheiße, okay? Danach ruf mich an, wenn du fertig bist. Mehr brauchst du gerade nicht zu wissen. Gian, danke schön für dein Abo, Bruder. Jetzt, warum ist kein Alert gekommen, Lan? Okay, ruf mich an, dann wenn du fertig bist. Hau rein. Okay, ciao. Ich küsse dein Herz, Bruder, danke. Yo, Bro, I'm pissing outside, man. Okay. Ich kann gerade nicht, Bro. Ich muss jetzt gerade was Wichtiges machen. Das ist doch ein Witz, Lan. Jedes Mal bin ich Minus, Lan. I must to the bank. Diesmal wird alles anders. Die neuen Blatt sind da. Ich muss mir einen neuen Style zulegen. Bruder, was sagt ihr die ganze Zeit stumm? Was für stumm? Dein Englischlehrer war richtig stolz auf sie. Der war brutal stolz. So. Jetzt wird ein neuer Blatt, Farud. Boah, ein neues Outfit. Richtig Blood-Style, so richtig diese Gangster-Schiene. Ich weiß auch schon. Das sieht doch gut aus, oder? Drip, das sieht doch wild aus, Bruder. Schau mal. Ist zu groß. Warte, wir schauen mal kurz. 215, merkt euch mal kurz 215. Oh, das sieht... Nee. 215. Oh, so College-Jacken würde ich auch fühlen, ne? Hört auf, Mann, bringt mich durcheinander. 215, nicht 115, 215. 215. Olem, warum sind die alle leer? Ich verstehe das nicht. Ja, mach ich irgendwas? Gar nichts. Warum schreibst du nicht auf ein Blatt? Ich habe kein Blatt. 219. 385, ideal. 385 ist gut. Schauen wir mal kurz. 215 ist bis jetzt. 215 habe ich bis jetzt. Oder das ist echt nervig, ja, mit der ganzen Zeit wegdrücken und so. Ich schwör's dir, das ist mir viel lieber, wenn es eigentlich gelistet ist, weil das ist echt Abfuck. 215. Hä? Warum erscheint hier nichts? War das nicht 215? 215. Hä? Ach so. Ah, okay, dann hat's auch...
Ah, dann hat's auch hier immer was. Dann ist das nicht hier immer alles leer. Jetzt verstehe ich. Olum, wieso sagt mir das keiner, Lan? Und ich bin die ganze Zeit wie so ein Mal, sage ich, wieso ist hier alles leer? Oh, das sieht wild aus. Scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach das von 215. Das war gut. Hab's gesagt. Oder mir hat's keiner gesagt, seit ich weiß. 215. Hier. Schuhe machen wir auch noch. So. Mask. Yo, 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 what's poppin', man? Everything's fine, okay, man. Can you do me a favor, man? Yeah, man. Can you go andere Kleidungsshop, man? Ach so, yo, klar, kein Problem, man. Okay, everything is fine. Dr. Bray is now in the building. What poppin', bro? Yeah, you can go inside now. What poppin'? Thank you, man. No problem, man. What poppin'? What's poppin', man? What's poppin'? How are you? I'm good. Are you Jack Stella? No. Okay, nice, gute. Yeah, thank you, man. Thank you too. Goodbye. Goodbye. See you, man. Bye. See you, man. Ich hatte kurz Schiss, Alter. Ich dachte, du bist schon umziehen, Mann. Der hätte dich echt erkannt, Alter. Mm. Ey, das sind diese Rocker, die wir heute gefickt haben. Aber sagt das keinem. Ach, ehrlich? Oder ich dachte, ihr habt die anderen, diese von Bosporus. Sind das nicht die gleichen gewesen? Keine Ahnung, Bruder. Der sah mir jetzt nicht so aus wie von Bosporus. Da sind doch mehr... Okay, dann habe ich mich vertan. Okay. Bist du bereit, Lil Money? Yeah, man, I'm ready, man. Okay, we need a car, bro. Ah, scheiße, wieso haben wir das nicht von ihm abgezogen, Mann? Das war ideal, fuck. Bruder. Fuck, komm, wir fahren hinterher. Komm. Wo ist der lang gefahren? Geradeaus, nächste Kleidungsgeschäft. Du musst mir... Einfach geradeaus. Geradeaus, Mann. Da kommt irgendwo ein Ammunition mit einem Kleidungsgeschäft. Ich hab denen gesagt, nicht hier umziehen. Tut mir einen Gefallen, fahren zum nächsten. Oder ist er hier? Doch, hier kann auch sein. Da ist er. Warte. Ey, versteht dein Auto, genau. Stop, get off the car! Verdammte Scheiße, mit dir läuft gar nichts, Alter! Was ist das hier, Alter? Go. Hey, Bro, man. Bruder, wir sind richtig schlecht, Mann. Go, wir müssen ihn hinterher fahren. Du kriegst den, Alter. Deine Karre ist schneller. Wo ist der aber? Egal. Wir sagen einfach, wir haben das Auto hier auch geklaut. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Wir schauen, oder? Wir holen halt eins von der Stadt. Naja, scheiß drauf.
Wir holen von Stadt. Scheiße, Mann, das war ein optimales Auto, das Bruder. Das war perfekt, Alter. Das war ein perfektes Auto, Mann. Nein, 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 nein. Wir haben schon einen Plan. Nee, wir haben noch nicht ganz genau gewusst. Er hat schon einen Namen für Big Mama? Obwohl, Big Mama ist schon so ein kleiner Gangname. Ja, wir machen Lil Mama. Okay, Lil Money and Lil Mama. Nice. Oder hier in der Stadt ist halt echt ein bisschen Risiko, Alter, aber... Ja, Mann, die kennen dein Auto, Alter. Die wissen ganz genau, wer du bist. Mhm. Halt dich lieber ein bisschen outside, man. Wait, I have an idea. I have an idea. Hey, hey, hey. Ich fick dieses Auto, Bruder. Das ist eine scheiß Handbremse. Jetzt ist mein Auto auch noch verkratzt, Alter. Hey. Boah, scheiß drauf. Da, warte, 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 Salis. Warte, Bruder, mach nicht so auffällig, mach nicht so auffällig. Go, 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 go. Boah, Bruder, der ist offen, gib ihm. Felix! Felix, das ist das beste Auto, was uns passieren kann. SUV und dann noch in Rot, Bruder. Das ist genau ein Blattauto. Ey, ey, sag ruhig, sag ruhig, sag ruhig. Nicht so laut. Meinst du, sie haben uns gesehen, Alter? Ich glaube nicht. Ja, der scheiß Kofferraum ist leer, Mann. Fuck. Am besten schickst du einen Standort an diese... Hab ich. Lil Mama hab ich geschickt. Okay, genau. Bruder. Bruder, wir sehen richtig aus wie Blatt, no? You know? Scheiße, Mann. Das Auto ist perfekt. Bruder, wir haben echt das perfekteste Auto, hab ich. Moment, ich muss jetzt hier mir auch... You know, man? Yeah, got you, man. Okay. Boah, Jungs, da hatten wir jetzt echt Glück mit dem Auto, ne? Das Auto ist perfekt, Bruder. Das sieht richtig aus wie so ein Blattauto. So, wie machen wir das jetzt mit Lil Mama? Wir müssen die irgendwie mit einbauen. Yeah. I have a plan. Oh, sie... Ist dir das? Keine Ahnung, Bruder. Meinst du, das ist die? Ich weiß nicht, Mann. Ich kann sein, dass wir die Karre von irgendjemandem krassen geklaut haben, Alter. Meinst du, Bruder? Scheiße. Zieh your weapon, Bruder. Zieh your weapon. Sure, man, for sure.
Bro, Bro. Yeah, yeah, yeah. I was go and I look who is that. Give me back Deku. Okay. Give me back Deku. Oh, moment. He's coming. Hey, get out the fucking car, man. Oh, I got you a fucking headshot, man. Get out the fucking car. Ah, bist du das, Big Mama? Oh, okay. Ja, yeah, ich bin's. Okay, Alter. Hey, das ist Big Mama. Hey, wir haben hier gerade Paranoia geschoben, wer das ist, Alter. Scheiße, Alter. Ich werd schon überall gesucht von den Cops. Da kommst du auch noch mit so einem Batmobil an die Ecke, Alter. Scheiße. Was machen wir jetzt? Was ist der Plan? Warte, soll ich gleich meinen Cousin rufen? Warte, ich muss kurz. Moment. Ich mach Flugmodus. Mein Lieblingscousin, wie geht's dir, Bruder? Hallo, Cousin, wie geht's dir? Ah, mir geht's auch gut, Bruder. Ich bin gerade am Chillen, Bruder. Ich bin zu Hause, ich schau gerade Fernsehen. Cousin, was machst du gerade? Wir wollen einen Bank ausrauben. Bist du dabei? Bruder, geht nicht, Bruder. Ich bin gerade zu Hause, ich schau gerade einen Cousin. Ja. Ich habe viele Schulden, Cousin. Ich muss Dinge bezahlen und ich will einen Bank ausrauben. Komm und helf mir, Cousin. Also wie schaffe ich das? Ich kann dir nicht helfen, Cousin. Ich schau gerade zu Hause die Finanzen an. Schon gut. Was ist Finanzen, Cousin? Von Bencoins, Bruder. Du weißt doch, ich arbeite doch jetzt. Ist die Paranoia seit gestern. Gib mir doch ein bisschen Geld, damit ich nicht mehr Bank ausrauben muss, Cousin. Okay, Cousin, machen wir. Können wir machen, Cousin. Was machen wir? Diese Bankraub wird doch jetzt gerade richtig, Baba. Ja, Bruder, ich also, kann gerade kein. Ich wurde festgenommen wegen Namen. Ich kann gerade keinen Bankraub machen, Bruder. Als ich dann, das machen wir auch noch, Cousin. Ich hab leider keine Zeit, Cousin. Sorry, Alter. Ich hab auch ein bisschen Scheiße über dich geredet. Das ist eine Dorfmatratze. Ich kenn die nicht. Samstag machen wir, Bruder. Mach heute nicht. Wir machen Samstag den krassesten Raub, Bruder, der jemals in der Geschichte war. Ich wollte die Verbindung zwischen uns cutten. Stefan Los Santos, wie machen. Also nimm das nicht persönlich. Genau, wie dribbeln, Bruder. Wie Messi. Warte, Alter, der Giant kickt gerade, warte. Hau rein, Bruder. Pass auf dich auf, Alter. Du auch. Auf jeden Fall, nimm das nicht persönlich. Ich hab nur versucht, dich aus der Scheiße zu retten, aber die haben dich auch im Visier. Scheiße. Dieser Pendejo, habt ihr Ashraf nicht gefunden? Nein, das ist ja das, Alter. Ich hab den im Casino gesehen letztens. Hamza, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deinen vierten Monat, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall, die haben mir gesagt, ich habe 2 Tage Zeit, um mir einen Anwalt zu besorgen. Alle Küsteller, was geht ab? Und muss dann auf die Wache. Und ich muss verhört werden. Die wollen eine Aussage von mir. Und wenn die das von mir wollen, wollen die auch eine von dir, weil die haben nach dir auch gefragt. Und Farut hat jetzt den Plan. Am besten schieß los, Farut, und erzähl, was genau, du vorhast. Genau, ich habe einen richtig krassen Plan. Und zwar, wir haben ein Blood-Auto, wir sind Blood, okay, you know what I mean, we are from the street. Ey, mein Handy, ich fick mein Handy gleich, Alter. Oh, scheiße, hey, Miami off, ruft an, Fuchs. Oh. I'm schlafen. Du bist schlafen, okay, warte. I'm schlafen. Ey, Bruder, was geht ab, Bruder? Hey, Bruder, wo bist du? Bruder, ich bin gerade zu Hause und ich schau gerade meine Finanzen an wegen Bencoins, weißt du, auf dem Absteigen. Ach, was ist das denn geworden, du kleiner Spast? Big Mama ist vorhin ans Chapter gekommen, die hat irgendwie gefragt. Okay, ja. Ich hör was. Okay, ja. Ich ruf sie mal an. Boruts, was ist los? Warum ist das so komisch? Bruder, was für komisch? Bruder, nee, Bedroht dich gerade, Bruder. Nein, alles gut. Ich bin gerade. Ah, scheiße, die Finanzen, die sinken, Bruder. Bencoin, ich habe gerade ein bisschen Angst, weißt du, Bencoin sinken. Deswegen bin ich ein bisschen nervös, Bruder. Ich warte gerade, bis auf und absteigt. Okay, alles klar, Mann. Okay, Mann. Ja, okay, Bruder, wenn was ist, ruf an. Ja, mach ich, Bruder. Pass auf dich auf, Bruder. Ja, du auch, Bruder. Hau rein, Mann. Hau rein, Bruder. Boah, das war knapp. Der hat das fast, glaube ich, gemerkt. Okay, look, ey, Big Mama, du musst jetzt auch, übrigens, du heißt nicht mehr Big Mama, du bist jetzt Lil Mama, okay, du bist von Blood, so you're from, you know? Okay, I know, okay. Okay, und du musst auch Englisch, du musst wie diese richtigen amerikanischen Gangster sprechen. Okay, hab ich drauf. You can this? You know? Yeah, I can this. Okay, then it's very good. Nice. Look, Jungs und Mädels,
Wir haben jetzt einen Plan. Unser erster Auftrag. Wir machen das Schritt für Schritt, okay? Schritt für Schritt. Unsere erste Aufgabe ist einfach nur eine Geisel. Mehr brauchen wir nicht. You know? Eine Geisel und das reicht dann auch. Danach geht's weiter mit dem Plan. Danach werden wir diese Geisel in einen Store bringen. Der muss sich dann auch anziehen wie ein Blatt. Und dann ist unsere nächste Aufgabe, einen Polizisten zu finden. Das kann ein bisschen dauern. Ich kenne eigentlich einen Polizisten. Ich habe auch seine Nummer. Perfekt. Nein. Oh, nee, nicht perfekt. Ey, keine Verbindung zu irgendwas zu uns, Mann. Ey, Big Mama. Ach, du handelst hier als Blatt. Ja. Du bist komplett undercover. Und ey, merkt ihr das? Wir haben uns hier nie gesehen. Wir kennen uns nicht. Und wir haben noch nie was miteinander zu tun gehabt. Das hier ist alles. Ich bin Little Money. Das ist Dr. Bray. Und you are motherfucking Little... Little Mama. Okay, man. So, my plan is it to go to 24/7 and check the customers. If there's one, we can catch him, you know? Okay. Aber du kannst mir natürlich auch, ich meine, you can give me the number and I can call him. Und ich kann ihm sagen, we have a geisel and you must come. Okay. Aber das machen wir später. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir suchen die Geisel. Ja, und ein bisschen Motivation hier. Das ist ein ernster Scheiß, der hier abläuft. Yeah. Show me what you got, little mama. Show me your skills. Come on, let's go. Come on, let's go. Das hört sich schon mal gut an. Let's go. Gehen wir alle mit einem Auto? Yeah, we go. We go. Ne, meine Englisch-Skills sind schon besser geworden. Lern bitte Englisch. Ja gut, ist Geschmackssache. Englisch ist auch Geschmackssache. Big Mama, auf was wartest du? Steig doch hier ein. Little Mama, get in the car. Get in the car, was girl. Was ist los? Auf was hast du so lange gewartet? Dankeschön. Okay. Ey, ich will mal ein bisschen mehr Motivation. Was ist los? Warum seid ihr so leise, Alter? Habt ihr gleich eine Mathe-Klausur oder warum seid ihr so leise? No. I'm Concentration, I'm very excited. Yeah. This is full concentration. Focus. So, okay. Bro. Fahr ich schon Nordzeit, Mann. Soll ich nicht mal da bei Werkstatt, Bruder? Bei Werkstatt sind auch mal Leute. Aber das sind zu viele, Alter. Wir müssen einen einzeln erwischen, ne? Ja, am besten ist irgend so ein Horst, den wir gerade getroffen haben. Der wäre perfekt, Alter. Aber nicht in Stadt, Bruder. Wenn dann ein bisschen weiter. So Gassen brauchen wir. Ja, am besten so ein 24/7. Oder genau. Klamottenladen. Genau, Klamottenladen oder 24/7. Genau, das ist ein sehr guter Plan. Das ist ein sehr guter Plan. Sind wir nicht in der Nähe von dieser Hood gerade? Warte. Ja, aber die Fenster sind schwarz. Man kann eh nicht reingucken. Wir haben das perfekte Auto gefunden. Das sind zu viele. Shit. Oh, das sind richtige, Das sind richtige Gangster. Scheiße, Alter. Damit ich keinen Stress. Oh, der ist alleine. Hier. Okay. 3, 2, nein. Steig ein. Hey, yo, what's steig poppin', ein, bro? Steig ein. Yo, what's up, man? Steig ein, Bruder. Yo, peace, my homie. Bruder, da war sein Rücken, Mann. Bist du verrückt, Fuchs? Wir machen hier keine Einzelaktion. Da sind zwei Leute und da noch einer und du willst ihn da hier irgendwie Scheiße, einpacken. Alter. Fahr. Man, der war eigentlich gut. Schau mal, der eine, der wo alleine da in den Laden gegangen ist. Naja, das war auch ein Gangster, Alter. Ich hab direkt gemerkt, wie der geredet hat, Mann. Boah, schau mal die Hut. Das sind zu viele. Scheiße, Alter. Hey, Dr. Bray. Ja? Yeah. After we are done, we're gonna shoot some ballers. Was heißt das? Ich hab's nicht verstanden. Ich meine, wir müssen einmal hier eine Tour reinmachen. Einmal reinfetzen. Ach so, ja, das machen wir. Das hört sich gut an.
Moment, I look here. Ihr müsst eure Augen aufmachen, ne? Wenn ihr irgendwas seht oder so, gebt mir Bescheid. Mhm. Schau mal hier, Tankstelle vielleicht. Da sind auch immer welche. Oh shit, oh shit. Hey. Yo. Yo, homies. Yo, what's up? With you. How are you? Wer seid ihr, man? Homes, we are gangsters. Gangsters? Yes, yes, homie. Fahrt mal rechts ran, man. Kommt mal weg. Scheiße, Bruder. Wir sind gefickt, Bruder. Egal, egal. Ey, wir machen einfach shit. Wir machen einfach die korrekten News. Okay. Sollen wir einfach nur sagen, dass wir irgendwelche Fanboys sind oder so? Ja, ja, ja. Ja, ja. Steig mal aus, die Scheiße muss hier nicht eskalieren, denke ich, ja? No, Holmes, no, no. What's up, my man? Das erste ist, dass ihr mal die Flag auszieht, ja? Dann kann man sich ordentlich unterhalten, man. Sorry, Bro, I have a operation on the nose. I can't. That's for my Sicherheit, you know? Ja, okay, dann hast du die Flag auf und der andere hat beiden legen die Flag ab, man. Hey, yo, I can't breathe, man. This is for my face detection, this is, please. This is for safety. This is yes. Safety. But wir können Vertrauen aufbauen. Ich sag euch einfach unsere Namen und dann habt ihr auch ein bisschen Vertrauen. Yeah, yeah. Namen kann mir jeder droppen. Okay, ja, wie können wir euch helfen? Wir wollen keinen Stress, man. Wir wollen keinen Stress, man. Ja, yeah. Bisschen. Vielleicht lässt du es ihm, ne? Nein. I don't know, Bro. Ich meine so, was soll ich sagen, ihr fährt die ganze Zeit an unseren Turf vorbei, ja? You know? Und das ist disrespectful as fuck, you know? Yeah. Und ihr späht uns da irgendwie aus or something like that. No, man, no, you got that wrong, you got that wrong. We were looking for a friend. Yeah, yeah, we were looking for a friend. Okay. Wisst ihr, für was ihr die Masken, die Flags überhaupt auf habt, no? Yeah, we have... Der anderen waren ausverkauft. Yeah, yeah, he's right. Du musst dich muten, Bodo. What are you talking about, homie? Okay, aber... Ausverkauft, Bro. Die Sachen hat man nicht einfach auf, weil es cool aussieht oder zur Unterhose passt, oder? Ihr habt bestimmt irgendwas vor, was habt ihr vor? No, 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 nothing, man. You're just chilling, you know? Die machen geiles RP, Bruder. Yeah, just chilling. Yeah. Knallen auch nicht direkt ab, so. Die machen diese RP, weißt du? Sorry, sorry, mit Flag durch. Komm mal kurz mit. Damn. Yeah, man, sorry if we got into your turf, man. Was ist denn der Turf, Bruder? Meint der TÜV oder Turf? Mein Turf. Was ein Turf ist? Turf, weiß nicht, ob ein Turf ist, man. Bruder, ich mein, ich TÜV hab meinen Wagen schon seit 2 Jahren, Bruder. Nein, Mann, was für TÜV, Mann? Mann, scheiße, woher kommst du? Ich komme aus Marokko. Ey, ich meine, I coming from the Bronx. Okay, du kommst von der Bronx. Dr. Bray. Verdammte Scheiße. Yeah. Bray from the Bronx. Okay, yeah. Dr. Bray. Wo ist denn die Bronx? Im Westen. Okay. Okay. Tom is crazy. Yeah, I think you smoke too much, my friend. Yeah, yeah, sorry. I have too much smokes. I smoke some weed every day. Na gut, wir wollen euch auch nicht lange aufhalten, wir haben bloß trotzdem. Alright. Probleme, ja? In dem Fall haben wir auch Probleme. Und wir haben Probleme in letzter Zeit gehabt mit Leuten, die rot gekleidet auf uns geschossen haben und geschrien haben. Das waren die? Was haben die geschrien? Irgendwas mit Blood, something like that, I don't know, man. Nein, das waren die, Moruk! So was, ja? Und auf deinem Tuch, was du selber betitelst als Tuch oder was es nicht gab. I don't know. Steht Blatz drauf? Yeah? Yes, Bro, but wir sind nicht die Leute, Bruder. Wir haben, wie gesagt, andere war ausverkauft. Wir wollten eigentlich nur rot. Also Lil Mama hat einzigste nur noch rot bekommen. Yeah. Und ich und Lil Mama. Hatten deine roten Schuhe waren auch ausverkauft und dein Oberteil. No, no. Das ist This is for the style, man. Das war für den Style, genau. Wir wollten halt rot, hat uns auf jeden Fall gefallen. Aber nichts geht natürlich über. Lila. Who the fuck, Purple Sucker? The Purple Sucker? Oh, oder... I think so, bro. Ich mein grün, grün, ich meinte grün. Ich hab, Lese- und Farbschwäche. Tom is crazy. Okay. Katana, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deinen zweiten Monat. Herzlich willkommen. Ich weiß, man. Dass ihr das Ganze... Ihr wart doch nicht so oft unten in Davis. Kann das sein, man? No, no.
Wir sind das ein bisschen anders, Mann. Okay. Gibt's eine Street, die ist von denen besessen, die andere, du hast schon ein paar andere Homeboys da hinten, ein paar chillen hier. Überall sind Homeboys, ja? Okay. Und die mögen das natürlich nicht, wenn man ein bisschen maskiert durch die Streets fährt, something like that, weil die immer Angst haben müssen, dass hier irgendwas passiert. Ja, und jeder passt auf seinen eigenen Arsch auf. Und wenn Leute auf uns schießen mit roten Flags und roter Kleidung, roten Autos, einer nur, dann haben wir ein Problem. Ja, fuck this guy. Wenn ihr so, ja, wir, gar kein Problem, wir reißen dir bestimmt den Arsch auf. Die sind echt dann mache ich mir die wenigsten Sorgen. Das Problem ist nur, dass ihr genauso gekleidet seid. Im Endeffekt müsste ich euch den Arsch aufreißen. Wenn ihr sagt, ihr wartet nicht, alles gut, dann kleidet euch um, dann haben wir da kein Problem. Okay, for sure. For sure. Yeah. Sind eure Eltern Amis? No. Only my mom. Der eine legt sich unten an Vespucci in den Sand, man, den sieht man nicht mehr, so weiß es der Mann. Ja. Wir nennen auch ihn White Boy. White Boy Lil Money. White Boy Lil Money? Yeah, das ist White Boy Lil Money. Achso, Money Man. Genau, Money Man. White ass Lil Money? Mhm, der ist auch verwandt mit Money Mark. I have this Krankheit, you know. Welche Krankheit, Mann? In the past I was black and now I'm white, you know. This is like Michael Jackson. Jackson. Yeah, genau. Like Michael Jackson. Hey, du hast auch rote Haare, Homie. Yeah, like Michael Jackson. Hier. Ist er cringe? No, he has. Wie sagt man? Bist du da unten auch? Ja, was sag mal, Mann? Rum auch rot, Mann? Nein, wie sagt man Leute, die ein bisschen weiß sind, Alter? Ich hab das vergessen. Albinos. Den Krankheit, ja. Ist not witzig. Also ich find, das bedrückt ihn noch, aber hieß im Herzen ein Gangster. Gangster. Okay. All good. Listen, was war bro. Gangster? All good. Normalerweise machen wir Betalk nicht so wie I don't know, man, ihr habt Flags im Gesicht. Wie soll man euch vertrauen? Wird ein bisschen schwer, ich gebe euch trotzdem, ich will euch nicht hier kalt machen oder sonst was, ja? No, not kalt, Bruder. Warte, können wir kurz um die Ecke? Können wir kurz um die Ecke, Bro? Mit dir? You know, ja. Ich würde am liebsten mit der Lady um die Ecke, aber ich gehe auch mit dir, let's go. Okay. Hey, this little mama, man. She's my shit. Yeah. Homes. Nee. Look, du siehst mir aus, als könntest du ein bisschen vielleicht Geld gebrauchen, Bruder. For sure, but that. Bruder, sag das keinem, ich hab ein bisschen Geld. Kauf dir damit was Schönes, Bruder. Geh mit deinen Jungs, Lucky Burger, essen Burger, frisch gegrillt, Bruder. Muss ja nicht immer von der Street, you know. Und lass uns einfach gehen, Bruder. Ich lass mir den Burger auf jeden Fall schmecken, ich sag thanks, but... Hey, das Problem ist, wir haben auf uns haben Leute in Rot geschossen, Mann. Bevor ich euch jetzt kalt mache, gebe ich euch einen Tipp. Zieht euch um. Okay. Fahrt durch die Streets. Fahrt am besten nicht durch die Flags, ja? Hier gibt's Leute, die... Wir sind noch ein bisschen kulant, Mann. Wir haben ein bisschen gesmoked. Wir wollen auch nur ein bisschen unseren Spaß haben, auch. Okay, hast aber recht. Es gibt ja welche, die drehen ein bisschen durch, wenn die deine Flag sehen. Diese Bastarde. Die Roten. Ja, that was up. Verstehe ich auch vollkommen, also... Deswegen sollte ich nochmal Leute sehen in Rot. Ich hab's euch jetzt gesagt. Du kannst es deinen Leuten weitergeben. Sollten wir euch nochmal sehen? Oder sollten wir nochmal rote Leute sehen, wenn ihr das nicht seid? Dann habt ihr ein Problem. Oder diejenigen, die das anhaben, ne? Okay, Bro. Alles alright. Machen okay. Wir. Und wenn ihr irgendwelche Perpsacker seht, dann let's go. Von wem seid ihr? Seid ihr vom Ballers oder vom Grove? Das Chef. Von der Family. Die Families. Strawberry Families. Strawberry Family. Ah, okay. SJ. Hey, da sind ein paar Biker, ich glaub. Damn. Bismillah, ja, Hose will ich nicht.
Warte. Oh, ey, nicht schießen. Ja. Yo, yo, wo sind meine Homies? Hey, yo, rennt weg, Mann, rennt weg, Mann. Homies, verdammt, weiß, die Bullen kommen gleich, Mann. Okay, okay. Bro, hau ihr ab, schnell. Oh, shit. Let's go, run. Hey, bleib mal stehen. Yo, yo. Hey. Yo. Was soll das? Was denn? Er hat der geschossen. Nein, nicht der, nicht der, nicht der. Das waren die Strawberry, diese Grashüpfer. Diese Strawberries mit Verfallsdatum. Alles gut, Marco. All good, I have no problem. Everything is good, bro, everything is good, man. Okay. You are messy with the number 10? Yeah, yeah, messy forever. Okay. Hey, is he medic? Yeah. Da vorne. Wait. Mediziner, kannst du mir auch gleich helfen, Alter? Ich helfe dir gleich einen Moment, Mann. Thanks, Bro. Hey. Mediziner. Ja, wo gibt's da? Was los? Da hinten, bei der Tankstelle. Kann ich da mit? Da ist ein Tatort. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt da hingehen soll. Also ich bin ja mit Ihnen, ne? Wohin? Da an der Tankstelle, Mediziner. Da sind paar Leute, glaube ich, noch. Guck mal. Mediziner, einen kleinen Moment, es wird noch jemand hergebracht. Okay. Ich bräuchte einmal Verstärkung bei der... Bei der Tankstelle, Grove-Tankstelle. Bei der Grove-Tankstelle, genau. Ich schau kurz nach meinen Freunden. Nein, mein Auto, Alter, mein F- Oha. Now my homies, we are burning on the blood. Medic! Komm mal her, du Kelp, kannst du dir das hier noch an was anrichten? Ich weiß nicht, Alter, die sehen mir... Die sehen nicht so ganz gut aus. Was hast du denn mit denen gemacht? Okay, dankeschön, Bruder, für dein Abo. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Warte. Oh, shit, Alter. Das kannst du nicht sein, my homeboys. Medic, komm mal her, du Kelp! Schau dir das mal an! Medic! Ja, ja, ja. Kannst du was da noch tun? Wo? Hier, hier, am Auto, on the car. Look. Hier. Die im Auto, die sind, glaube ich, ein bisschen am Brand. Die sind, glaube ich, in Ohnmacht gefallen vor lauter Brennungen. Einen Moment. Kann man da noch jetzt was machen? Kann er die noch was machen oder so? Oder sind die verbrannt? Nein, RIP, Chartot, lecker Pizza. Ich kann den nicht raustragen. Ich kann ja nicht mal ins Auto einsteigen. Scheiße, Mann. Stopp, Mann. Stopp. Breaking news. Okay, fuck up, ich hau ab. Ah, warte, ich kann ja Carry versuchen. Stimmt. Hab ich voll vergessen. Okan, danke für deine 245 Bits, Bruder. Ich küsse deine Augen, ABB. Nee, geht nicht. Scheiße. Oh shit, da wird geschossen, da geht's weiter.
Ich muss abhauen, Lan, ich brauche etwas. Ich nehme den Medic. Ja, die müssen eh drücken, Bruder. Man kann die nicht wiederbeleben. Die müssen eh drücken. Ey, Medic, can you drive me? Medic. Wohin, wohin? Zum Krankenhaus. Geht grad schlecht. Ist nur zwei Sitze. Ach so. Ja, und am Ende des Tages stehe ich wieder alleine da, Alter. Mann, Akrodon, wir hatten so einen guten Plan und jetzt alles kaputt gegangen wegen einer Attacke, Alter. Siktiniz beni ya. Valla siktiniz beni ya. Vielleicht ist das Glück ja noch auf meiner Seite. Scheiße, Mordok, unser Blattauto ist auch weg, ja. Das war so ein geiles Auto, Mann. Stop. What's the problem? Stop. Yo. Shit, Bruder, ich fühle mich wie ein echter Gangster. Sound, Alter. Verdammte Scheiße, bist du im... Was los, Alter? Geht's dir gut? Ja, ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Ich bin schon wieder raus. Ich hab noch Schmerzen, aber ich musste raus. Da waren überall Bullen. Wo bist du genau? Im Krankenhaus? Nein, ich hab mir gerade ein Handy kaufen müssen. Wo bist du? Ich bin gerade am Krankenhaus. Ich wollte euch hier abholen. Okay. Warte, ich komm. Hast du ein Auto? Du hast... Ja. Das ist F, Bruder. Das ist F. Brauchen wir wieder ein Auto, ja. Gar keinen Bock auf diese Autosucherei. Shit, wo ist Fuchs? Ich weiß nicht. Fuchs kommt, glaube ich, auch gleich, Alter. So ein Scheiß, Mann. Ich hatte alles so gut geplant. Dann kommen irgendwelche Kelps. Weißt du, was Fuchs gemacht hat? Was hat der gemacht? Ich weiß noch ganz genau, der ist in die Tankstelle reingefahren. Oh, Mann. Au. Na, oh Mann, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen jetzt erstmal ein neues Auto holen. Ja, nee.
Was hast du mit dem Typ gemacht? Ihr seid um die Ecke gegangen. Ja, ich hab zwei Leute, da ist einer gekommen, der ist gerade um die Ecke, ich hab den Kopfschuss gegeben. Dann war noch einer hinten, den habe ich aber gar nicht gesehen. Dann habe ich mich so gerollt, bin ich rüber, pat, hab den auch erwischt und danach war noch einer da, der wollte mich gerade mit Messer attackieren, dann habe ich so Kick gegeben. Warte, sei leise, sei leise. Ich brauche Schmerzmittel, ja, ich brauche Schmerzmittel. Ey, Medic, hast du Schmerzmittel? Ja, da sollt ihr mitkommen. Muss man, wenn man Not-OP ja, aufgewacht ist, nochmal Behandlung machen? Weiß das einer? Muss man bei Not-OP Operation nochmal machen? Was ist denn vorgefallen? Ich weiß jetzt gerade echt nicht. Wallah, ich weiß nicht. Boah, ich hab gerade noch so einen Brand im Auto überlebt. Warte, ich muss so mal kurz fragen. Damit wir hier nichts Falsches machen. Hey, Kevin. Bruder, wenn man von Notoperation aufgewacht ist, muss man nochmal eine Behandlung machen? Mhm. Ja, also ausgeblutet. Der Faro, Sie müssen draußen bleiben. Guten Muss Tag. Man? Mein Besser. Einfach hier sitzen kurz, okay? Guten Tag, ich brauch Schmerzmittel. Musst du nicht, ne? Ich hab immer noch Schmerzen. Schmerzmittel? Okay, alles klar. Noch nicht. Big Mama. Du warst bei Notfallmediziner. Nimm dir Tabletten, das passt. Wie viel Behandlung willst du noch? So schlimm kann es jetzt auch nicht sein. Ja, du hast recht. Nimm dir Tabletten. Lass Herr Arzt, verschreiben Sie etwas. Ja. Und I don't know who's Farod. I'm Dr. Bray. What? I'm Dr. Bray. Okay, Dr. Bray. Hat die gerade Farod, hat jemand Farod gesagt? Oder wer hat Farod gesagt? Ja. Haben Sie Schmerzmittel, also können Sie mir Schmerzmittel verschreiben, Doktor? Scheiße. Erstmal ziehen Sie die Maske ab. Yeah. Danke. No, sorry. Der Medic, achso, der hat Farod gesagt. Achso, der Doktor, achso, ups, lustig, hab ich gar nicht mitbekommen. Geh mir zur Seite. Ja, das sind Medics, Die helfen dir ja und machen deine Wunde. Das ist ein Problem. No, you? Oder komm mit, ich begleite dich kurz. Wenn du so mit mir sprichst, schon, ja. Wenn du ein Problem hast, lauf oder weiter. Komm, kannst vernünftig mit mir reden. Nee, kein Bock. Entschuldigung, könnt ihr mal eure Schuhe an und aussehen? Nee. Weil eure Schnürsenkel sind nicht. Wenn du von meinen Füßen riechst, ja, willst, können wir zu Hause. Yo, who are you? Who are you? How can I help you? Nothing, this is my boyfriend, ja. Yeah. Okay. I must wait here. Hallo? Hi. Wo? Deine Schnürsenkel sind offen. Tu die mal zu, bitte. Hey, Bro. Was mit Van Gogh? Keine Ahnung, oder? Ich muss jetzt erstmal das RP machen. Ja? Ja, kann ich nicht. Hat den Pflaster für mich. Da müssen sie den Schuh schon ausziehen. Wenn er einfach so ein Pflaster. Nee. Haji, was ist los, Haji? Haji, how are you from? Where are you from? Sorry. From Westside. Warte, nie ohne Seife waschen, okay. Berlin, was ist hier? Was los? Brauchst du Gras? Nein, ich versuche nicht. Nein. Warte, wie brauchst du denn? Okay. Hey, was geht hier ab, Alter? Scheiße, Fuchs hat die. Gibt's mir jetzt ein Pflaster? Hallo? Ich brauch kein Gras. Ja, ich brauch kein Gras. Und dann wirst du behandelt. Danke schön, Bruder, für deinen vierten Monat, Habibi. Ich küsse deine Augen. Nein, ich brauch kein Gras. Okay. Evelyn. Ja? Yo, Cousin. Kannst du deine Schuhe bitte einmal an aussehen? Ah, nichts, Bruder. Ich muss gerade hier ein paar Sachen machen, Alter. Danke. Musste ich immer sagen. Du hast gerade was verpasst, Cousin. Jetzt siehst du wieder gut was aus. Was passiert? Perfekt, passt doch. Ich hab grad 20.000 plus gemacht. Ja, wo ist denn die Leitung? Beste? Wen suchen die? Ich hab Raum gemacht von Bank, 6.000 abgegeben und danach hab ich die Euro angelogen, die Bullen, hab gesagt, ich habe dann... Nee, hab ich nicht. Wen suchen sie? Ja, den Medic-Leitung. Hier, vor dir. Am Ende, Bruder, hab ich... Haben wir nicht gestern Nacht geredet? Da war kein einziger Geisel, Bruder. Bleib mir an, wir sind auf Twitter, Mann. Wir lernen alle ins... Ey, scheiße, Evelyn, Mann. Mein Bike füllt. Bruder, du hast einfach das System gefickt, Alter. Ey, Evelyn. Damit ich Verrückt-Placement demnächst machen kann. Ausgezogen und hab ihn als Geisel gezeigt.
dass das Geisel ist, die haben das geglaubt, Bruder. Ja, was ist los, Evelyn? Oh Mann, Alter, das ist doch krass, Alter. Bruder, Samstag bin ich dabei. Ja, 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 Samstag bin ich dabei. Samstag bin ich dabei. Ich hab keine Reihe. Bruder, ich muss jetzt einen Plan durchziehen, Bruder. Ich muss jetzt was gucken. Ich hab voll lange was im Kopf. Ich muss das jetzt endlich machen, sonst kann ich nicht schlafen, Alter. Ich ruf dich später an. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ja? Okay, hau rein. Ade. So. Lass uns endlich die Scheiße hier durchziehen. Nein, ich hab keinen dabei. Du hast doch immer. Boah, alter Mädchen, du gehst mir so auf die Nerven. Wallah, was ist mit dir los, ja? Mit dir redet doch gar keiner. Wallah, Bruder, diese Blondine, meine Fresse. Alter, komisch, ja. Die ganze Zeit, Mordo, kann ich irgendwelche Geräusche von der Seite, ja? Ja, das hab ich gesehen, aber ich hab endlich Bruder gekauft. Yo, Fuchs. Echt? Ja, hallo, wer ist da? Bruder, hast du nicht schon eine Behandlung gehabt? Nadi, wo bist du? Ja, ich hab glaube ich noch ein paar Wunden am Arm, Alter. Ich bin drin, ja. Der soll dir Schmerztabletten geben, Bruder, lass uns rausgehen. Ich muss was mit dir besprechen, let's go. Ja, wir machen hier noch eine Fuchs ist gleich fertig, wir müssen hier warten. Ich hab, glaube ich, bei dem Unfall meine Maske verloren. Scheiße, Alter. Egal, wir machen jetzt gleich alles. Ich will endlich diesen Plan durchziehen, ja? Wallah, haben die mich gefickt und jetzt ruft mich hier noch jemand an. Wer ruft mich? Yo, what up? Yo, Farod, wo bist du, Mann? Bro, ich bin immer noch zu Hause und ich schaue immer noch Finanzen an. Ja, okay, Bro. Weißt du, wo aus dem Bau über dem Bike? Scheiße, dass du in die Bullen jetzt reinkommst. Was? Weißt du, wo Azimbabwe beim Better ist? Achso, wo Azimbabwe beim Better ist? Ja. Der hat gerade einen Bankraub gemacht. Ja, da waren wir involviert und er ist jetzt weg. Achso, keine Ahnung, der hat mich angerufen. Okay. Ist nichts mehr gekommen. Auch an alle Kastellern. Auch rein, Bruder. Halt die Ohren steif, Mann. Oh, rein. Hau rein, Mann. Ich glaube, da ist wirklich irgendwas komisch, Alter. Erst ruft mich Miami an, dann ruft mich mein Cousin an. Irgendwas läuft hier. Aber soll ich dir was sagen? Mir ist scheißegal, ich will einfach nur noch den Plan machen. Ja, ich habe keinen Bock im Knast zu landen. Und das dauert mir hier viel zu lange. Was ist, wenn hier die Bullen jetzt reinspazieren? Ich hab nicht meine scheiß Maske. Ist doch alles gut, du bist doch eh nicht gesehen worden. Ja, genau. Da wünschen wir eine gute Besserung und bleiben wir einfach raus, ja? Dann ziehen danke. Sie nicht so enge Sachen an. Haben auch Muskeln und so, ne? Deswegen... Danke. Draußen ein bisschen lauter reden, wir hören hier drin nicht alles. Schlaf gut, Bruder. Cousin hat einfach alles abgezogen, ne? Pfeife geht. Ja, Bruder, ich will doch auf jeden Fall auch mal mit dem RP anfangen, danke. Aber dieses Ding war gerade voll unnötig. Was? Ich hab grad richtig Kopfschmerzen, Bruder. Ohne Witz. Ich will die Scheiße endlich durchziehen. Ja. Yo, my friend, du hast doch was gebraucht. Ich kann das dir besorgen, wenn du willst. Komm kurz mit. Wer meint er jetzt? Der meint mich. Ja. Bro. Aber ey, warte mal. Was denn? Ich steige hier nirgendwo ein. Ja, dann verpiss dich. Fahrt mir hinterher. Fahrt mir kurz hinterher. Ey, verpiss dich doch selber, Alter. Halt deine Schnauze, verpiss dich, Alter. Kommst du erst an, willst was von mir und dann sagst du so. Was ist los mit dir, Jung? Fahr weg, komm, zieh Leine, Mann. Deine Schnauze. Wie will Land, Alter. Ja, ich versteck mich. Wallah, Bruder, ja, ich dachte, ich wollte ihn nicht als Geisel nehmen, aber der wollte nicht. Ich zieh jetzt die Scheiße durch. Ich vergesse jedes Mal. Bruder, Rudy, das ist der Plan, Bruder, das ist der Plan. Vertrau mir, Bruder, der Plan geht auf. Dann gehen wir halt in den Bau. Der Plan geht auf, Bruder.
Wir hatten noch nie Angst. Wir hatten noch nie Angst vor Knast. Ich bin immer noch im Fast and Furious Film. Ich war noch nie im Knast, Mann. Ich glaube, da soll es ein bisschen abgewechselt abgehen. Ne? Ja, ich habe früher immer so, so eine Volt Walter angeguckt. Die war immer ein Frauenknast. Die war stabil. Nicht mal ein Schild mitgenommen. Richtig stabil. Okay, hol dir schnell deine Maske. Vertraue. Wer ist hinter uns her? Meinst du Tala? Tali? Ich muss mich auch umziehen, Alter. Ich kann so nicht rumlaufen, Mann. Oh gut, ich küsse dein Schiff, dein Herz. Ja, ja, dich ziehen wir auch noch um, Bruder. Das ist das Nächste. Moment. Da. Okay. Wenn ihr fertig seid, fahrt dann, kommt dann gleich noch weiter. Oder was ist die beste Quelle? Was ist die was ist eine bessere Quelle als Wikipedia und Google? Was ist die beste Quelle? Keiner aus dem Chapter weiß, was ich gerade mir mache. Genau, vertrau mir, Bruder, das ist die beste Quelle. Und ich habe hier diese Quelle am Start. Ich bin ein toter Mann. Ja, was ist los, Mann? Wer ruft mich an? Wer bist du? Ja, hallo, schönen Abend. Ich rufe an wegen Bitcoin. Bitcoin. Ah, Herr... Ja, habe ich investiert 50.000, Abdul. Abdul, Sie haben 50.000 investiert, stimmt. Ja, wie sieht aus? Wie sieht Kurse aus? Kurse, Bruder, ist sehr gut. Also ich muss sagen, die Kurse sind am Steigen. Sie haben gestern... Moment, Sie haben 50.000 investiert. Ja. 10.000 haben sie plus gemacht. Ja, das ist gut. Sie haben gesagt 2 Tage, ja? 2 Tage, richtig. Morgen kriegen sie ihr Geld. Hinter uns sind 24/7 Farmer. Ja, alles klar, das freut mich. Ich brauche Waffe, Pistole und so. Pistole, sie machen auf jeden Fall das Richtige. Sie rufen sie morgen nochmal an und dann machen wir das. Okay. Ich werde auch wieder bei Ihnen kommen und investieren. Genau, immer bei mir investieren, das ist immer gut. Die ganze andere Scheiße da, das ist nur Abzockerei. Ja. Wie Sie sehen, ich bin auch eine sehr vertrauenswürdige Person, ne? Ja, natürlich. Und grüßen Sie Ihren Neffen noch von mir. Natürlich werde ich machen. Passen Sie auf sich auf. Angenehmen Abend. Dankeschön. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Passen Sie auf sich auf. Guter Mann. Ja. Bester Mann. Danke sehr. Ciao. Bis morgen. So ein Kerl. Hey, Farod. Ja? Wie läuft's denn mit den Bankcoins? Hört sich gut an. Ja, richtig gut. Da hat jemand gestern mir 50.000 gegeben. 50.000, ne? Mhm. Und wie viel ist gestiegen? Der hat 10.000 plus gemacht, aber ich schau mal noch, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Ja, schau mal. Dann warte ich auch auf meine Anteile. Ja, ja, auf jeden Fall. Also komm, wir müssen uns jetzt eine Geisel holen. Ihr seid jetzt ready, ne? Ja. Naja, nicht wirklich. Ich hab kein Handy und so gar nichts. Ach, da gibt's keins oder wie? Doch, aber ich hab nur $900 dabei. Das kostet ein bisschen mehr. Okay, warte, dann gehen wir noch mal hier kurz. Moment. Wie viel kostet das? Hast du noch $100? Ja, warte, ja, komm. Ja, oder so. Obwohl, ne, ich hab 500 nur. Ich brauch ein bisschen mehr. Ja, dann komm kurz mit, dann gehen wir da, wo ein Automat ist. Komm. Ja. Hast du dir schon ein Handy geholt? Aber der ist cool, Bruder, der, wo gerade eben angerufen hat. Ich mag ihn. Dieser Ding, diese Stimme, so, dieser Akzent, dieser schlechte Akzent, deutscher Akzent. Ich mag sowas. Ich mag allgemein Leute, die einen Charakter spielen im RP, so. Ich liebe das mit solchen, weil das fasziniert mich immer. Das fasziniert mich immer, wenn die Leute, wenn man so andere RP-Charaktere sieht, das ist halt immer voll geil. Weil dann hast du nicht immer dasselbe, weißt du? Pack Richie ein, Bruder, Richie, gar keinen Bock, Bruder, da kommen voll die Filme auf uns zu.
Der ist auch mit seinen Cousins und so unterwegs und so. Ich habe jetzt gar keinen Bock, noch mal eine Schießerei zu haben. Ich will jetzt endlich den Plan durchziehen. Sympathischer Kerl, genau. So. Hey, ich brauche ein Messer. Mein Messer ist weg. Boah, wie bekommen wir jetzt... Habt ihr einen Waffenschein? Scheiß drauf, Mann. Der Farod hat eine Waffe, mehr brauchen wir nicht. Habt ihr beide kein Messer? Gar nichts. Nein, ich hab gar nichts. Okay. Ihr habt keinen Waffenschein, oder? Moment, Ich hab vielleicht eine Idee. Elray, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Jo, mein bester, weitere geile Momente. Grüß dich. Rorschbach, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich nehme direkt mit. Yo, Cousin, wie geht's dir, Cousin? Mir geht's gut, Cousin, wie geht's dir? Auch. Cousin, wo bist du gerade? Bist du gerade unterwegs? Ja, Cousin. Trotzdem was. Cousin, hörst du mich noch? Hey, Big Mama, vergiss nicht, du bist Little Mama wieder, ne? Yeah. Was ist das, Moruk? Cousin? Ja? Weiß ich nicht, Mann. Hallo? Ich kann mich Hallo? Der Hälfte nicht mehr erinnern, Alter. Oder das ist gerade wie, als ob iPhone anruft. Und dann ruft noch jemand an, dann kommt man immer durcheinander, welche Taste man drücken muss. Ja, Cousin, bei mir ist es auch so. Ich glaube, ich muss meinen PIN eingeben. Was ist los, Cousin? Nee. Cousin, kannst du vielleicht kurz zu dem einen Laden kommen, da bei der großen Baustelle? Hier ist so ein Blatt, der will ein bisschen Geld, ich muss ein bisschen ihm Schulden zurückzahlen, $500. Nimm bitte $500 mit und komm nicht bewaffnet, die Jungs sind irgendwie komisch drauf. Cousin, ich komm nur mit meiner Waffe. Oder nein. Im Moment geh ich nicht aus dem Haus. Ja, oder so. Dann komm mit der Waffe, aber versteck sie gut und komm mal kurz hier vorbei, okay? Wo ist denn das, was du gerade meinst? Da bei der großen Baustelle. Da diese... Bei der großen Baustelle? Was? Was da? Da in der Nähe, da ist eine Waschstraße, eine Ammunition, Tankstelle und auch ein 24-7-Shop. Mahmud. Drum. Komm alleine, komm nicht mit Mahmud. Nein, komm. Okay, alles gut. Alles gut, hat sich erledigt. Was ist jetzt? Moment. Redet nicht. Wer fickt hier hin? Wer seid ihr, Mann? Yo, Holmes, chill up. No problem. Farod is going away. What? Farod is going away? Yeah. Stupid motherfucker, where's my cousin, man? Farod is going away. Hey, Jungs! Mann, Scheiße! Yeah. Die haben Farod abgeschleppt. Yeah. Scheiße, Bruder, nein! Ich hör's auch. No. Diese vom Blotz. Was sieht ihr? Ey, wo ist Farod, verdammte Scheiße? No, chill down. Wo ist Farod? Look, guys. Hey, kommt mal alle rein, ich scheiße. Heim mit dir, mein Liebe. Sofort da rein. Hey, wer bist du? Und dein Fachenglisch kannst du sonst wohin schieben, mein Liebe. Fuchs ist gefickt. Jungs, wir werden auch gleich hier Spaß haben. Die Bullen kommen auch gleich. Ich hab auch sechs, acht, Raub, sagst du? Raub, jalla. Jetzt kommen auch die ganzen Bullen. Oh, jetzt haben wir auch Geiseln, mein Lieber. Du Bastard, gib mir mein ganzes Geld. Du Ladenbesitzer, gib her. Was denn gemacht? Was wird ich hier? Wo ist mein Cousin? Die haben Farod, Jungs. Guys, calm down. Farod and his friends are going.
Wer seid ihr überhaupt, I give you my cock bro, and you hey, sit shut down. The fuck up. Yo, shut the fuck up. Okay, bro. Okay, bro, so you're blood, right? Yeah, we are blood. So you're right. Yeah, bro. Weißt du was, man? Ich komm auf von der Straße. Ein bisschen Banger, man. Peace up. I'm ballin', yeah, I'm ballin'. What? Ein bisschen Banger? Mhm. Das ist so eine englische Sache, ist das, ja? Oh, bro, come down with the gun. Mm-hmm. What is wrong with you? Zieh mal dein Banana aus, so hier, die Dame in der Mitte. Vielleicht brauche ich heute Begleitung zum Essen. Moment, chill up. Let's go! I'm very ugly. I don't yes. think you want to Look. See. Die sind hässlich, Mann. Deren Gesichter will ich nicht mal sehen, Mann. Ihr müsst nicht unsere Bandana ausziehen. Also, we can cooperation. Halt mal die Fresse, Mann. Ja, ich hab deine Idee, Miami, mein Lieber. Dann gib mir doch einfach mal 50.000, mein Lieber, dann kannst du deine Maske anbehalten. Richtig. Ist so ein Deal, oder? Holmes, I'm from the street, Holmes. Ich kann das doch auf Englisch machen, mein Lieber. He can give you $50. Yeah, $50, right. With $15, I wish my arsch ab, meine Liebe. Und ja, mein Lieber, 50, give me sein 50.000 und wie klärt sich Ding, mein Lieber? Okay, I can give you. Ja, super. Geht da. Oh shit, I can give you not. The police are for the tür. Polizei ist vor der Tür. Ich bin gefickt. Hey. Oh. Was hast du gesagt, mein Liebe? Oh. Hey, yo, who's you, man? Who's you with the fucking mask? He said he has to take a shit. Yeah. Hey, du hältst mal die Fresse in der Mitte. Du bist kein Banger. Nimm mal deine Maske ab. Dann machst du die Ansagen. No, sorry. Sorry, guys, we are corporation, sorry. Mark, was mache ich jetzt? Alle Wrotan haben sofort zurück. Was mache ich jetzt, Mark? Ich will nicht, dass sie uns sehen hier. Mark, Fuchs ist gefickt. Scheiße, Alter, der Plan war sicher, Mann. Hey, yo, we are cooperating, man. Hey, yo. Yeah, mein Lieber. Nein, lass die Geiseln. Hier sind es. Drei rote und ein von diesen Zivilisten. Okay. Nein, vielleicht können wir es irgendwie noch retten, weil wenn die Fuchs sehen, dann ist Fuchs am Arsch, Jungs. Fuchs ist am Arsch, der kann Charakter-Output bekommen. Hier, mein Lieber. Wir sind gefickt, Mann. Wir sind einfach. Ey, du da, der mein Cousin abgeschleppt hat. Komm her, kleiner Motherfucker. Du bist. Nein, nicht du, mein Lieber, nicht du. Du bist da, wo der Pfeffer wächst, mein Lieber. Und du, Madame, bist du hier eine Sonderwurst oder was? Chill up, Pons, chill up. So, das ist ein anderer Wichser. Der will seine Maske nicht ausziehen. Zieh mal deine Maske. Ziehen Sie bitte Ihre Maske aus, damit ich Sie auch erkenne. Holmes, I have the flag on and I must not my flag off, you know? Wenn das ein Satz gewesen wäre, dann hätte ich ihn auch verstanden, ne? Aber... This is the flag from the Bloods. Oh, chill up, homie. No gun. Wow. Shit, ich baller den ab, wenn ich mich langweil. Holmes, calm down. Hallo, wir wollen für jede Geisel diesmal $5,000 haben. Hier ist noch eine, Mann. Pro Geisel kann ich Ihnen nur $2,000 geben. Look into my eyes. Nur $2,000? Nur $2,000. Dann will ich jetzt sofort meine $8,000 haben. Und wir können alle hier flüchten. So alles sterben klar. Die alle. Mein Name ist Frank Wolf, man. I am the Cousin. Was für Cousin, Mann? Hör mir zu. Ich bin's, Bruder. Sag's niemand. Geh zur Seite. Geh in eine Ecke. Ich sag, er soll weg. Sag, der hinten soll weg. Ey, was macht ihr da, verfickte Scheiße? Geh mal weg, Maske weg, Junge. Der will mir Geld geben. Du hast mich in die Scheiße geritten. Verpiss dich da hinten, Mann. Du hast genug Geld, mein kleiner Wichser. Wo ist mein scheiß Geld, wo du rumgehst? Verpiss dich mal, Mann. Du kleiner Wichser, wo ist das Geld? Lan, verpiss dich, Mann. Lass doch mal hier mit dem reden, der will mir noch ein bisschen Geld zustecken. Verpiss dich jetzt.
Wir teilen dann, hatte. Wir teilen, hatte. Komm, komm. Ja, ja, so wie vorhin. Schau, hier ist ein Kaugummi. Ich nehme ein Kaugummi aus dem Ding raus. Barut, mein Lieber. Jo. Das ist die vierte Person. Sag jetzt was. Die vierte Person? Kommst du? Ich bin's Farut, Bruder. Ich bin's Farut. Hör auf, Cousin. Das darfst du niemandem sagen, Bruder. Niemand, überhaupt niemand. Das darf Red Light nicht erfahren, Bruder. Ich vertraue dir, weil du mein Cousin bist. Hör auf. Bruder, wir müssen hier. Du hast mich hierher gerufen. Was wolltest du machen? Bruder, ich wollte deine Hilfe, aber ich wusste nicht, dass du mit Red Light und Mahmoud und so allen kommst. Ich bin nicht mit Red Light gewesen. Die sind auch normal hier gewesen. Bruder, wir müssen irgendwie aus dieser Scheiße raus. You're an OG, man. Ich will verdammte 8000 Dollar für jeden Geisel hier haben. Haben Sie mich verstanden? Ich will 8000 Dollar insgesamt haben. Vier Geisel. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Modok, der Plan ist gefickt. Der Plan ist komplett durch. Nix. Oh man. Wir sind komplett. Schau mal, was aus diesem Plan geworden ist, Modok. Cousin. Ja. Cousin. Verdammte Scheiße, Mann. Cousin, was ich wollte diesen Laden gerade ausrauben. Was tust du hier, Mann? Cousin, was soll ich jetzt machen, Bruder? Wie kommen wir hier wieder raus, Bruder? Oder du gehst einfach als Geisel und die hauen ab. Die haben okay. Keine andere Wahl. Sag das aber nicht Miami oder so, dass ich das bin, okay? Aber das kostet dich was, Cousin. Du weißt, ich bin gerade unter Schulden. Cousin, du kannst doch jetzt nicht von mir Geld verlangen, verdammt. Du hast eine Rolex unter deinem Arm. Ist mir scheißegal, Mann. Diese Rolex ist gefaked. Aus Istanbul habe ich den gekauft gehabt, als ich aus Kongo nach Istanbul gekommen und dann nach Los Santos. Ja, was sollen wir jetzt machen, Cousin? Irgendwie muss ich hier rauskommen. Ich hole Geld hier raus, gib mir 20.000 und ich bin leise. Willst du mich verarschen? Okay, komm, 5000 reicht. Und das ist der Wichser, der deinen Cousin eingepackt hat, oder was? Ja, ich knall den Wichser ab. Mahmoud, geh mal weg, ich verhandle mit dem, der bringt mir auch noch Geld. Dauert noch kurz einen Moment, der holt gerade das Geld, ja? Scheiße, okay. Mach schnell. Schauen Sie mal, damit Sie sehen, wie meinen es ernst, schieße ich jetzt auf einen Geisel. Wenn Sie jetzt auf die Geisel schießen. No, Holmes, not shoot, okay, please. Bringen Sie mir sofort das Geld. Stecken Sie wieder Ihre Waffen ein, sonst fick ich die alle. Ich sag Sie noch ein letztes Mal. Hast du den Stock im Arsch? Red jetzt. Leute, danke, dass ich das auch machen darf, ja? Cousin, Mann, bring mich wieder nach hinten, mach irgendwas. So, Cousin. Ich geb dir das Geld später, Bruder. Jetzt gerade kann ich nicht. Ich hab nicht so viel Geld bei mir, warte. Hier, ich kann dir 100 Dollar geben, Cousin. Aber was ist das mit abzocken, Bruder? Was ist das? Okay, Cousin, komm, du bist Blut. Ich hab's vergessen. Ja, ich war danke. Ich war gerade in meinem Gier drin, verdammte Scheiße. Pass auf, die stimmen sonst rein, ne? Wer ist denn? No, sonst gibt's eine Kugel, verdammte Scheiße. We are hungry, man. We are hungry, We are hungry too, man. Yeah, yeah. Give me some food. Hey, Gargopolo. Wie ist dein Name, man? My name is Dr. Bray. Willst du mich verarschen? Ey, hör mal, willst du Smalltalk mit den Alten halten? Nein. Bruder, mein Plan war sicher, Lan. Der Plan war zum Scheitern verurteilt. Ey. Yo. Dr. Dre oder Dr. Bray? Dr. Bray. Ich kenne einen Dr. Bray. Aber wenn Sie jetzt auf ihn spielen... Okay. Ich hab nicht gekickt, ich wollte nur damit auf ihn zeigen. Dann nehmen Sie den Finger. Ey, can I put my hands down? Nein. Holmes, can you go? I will talk with my guys. Please, bro. You're a fucking bro, man. Fuchs ist gefickt, Mordo. We hate the cops. Was soll ich machen, Bruder? Ich muss Fuchs irgendwie rausholen. Just give us. Ich brauche einen Plan, warte. Come on. Okay, kein Problem. Komm. Ich überlege gerade, ob ich den Jungs sagen soll, aber wenn ich sage, dann ist Fuchs gefickt, Alter. Ich denke gerade nur wegen Fuchs, weil ich Fuchs retten muss. Der will reden. Wer will reden? Damit ich eine Sicherheit habe. Ja, erzähl doch mal, mein Liebe. Ich habe nur ein offenes Ohr für dich. Nein, ich werde sie nicht behalten. Ich werde sie wegfahren. Kollege. I'm not interested in talking to you, man. Kollege. Yeah. Ich rede mit dir. Mal, kannst du da in deine Ecke wieder zurückgehen, mein Liebe? Okay. Nicht kannst du, gehst in deine Ecke zurück, verdammte Scheiße. Ey, Jungs, hör mal zu. Du bleibst immer hier zu zweit, okay? Lass euch nicht einfach allein. Sag Prank.
Sobald ich die Sicherheit habe, Bruder, nein, Prank gibt's nicht, Bruder. Wenn Miami hat schon mal erfahren, dass Fuchs sich als Blatt ausgegeben hat. Wenn er jetzt wieder erfährt, dass er als Blatt ist, dann ist der gefickt, Bruder. Ich muss irgendwas gucken, Alter. Ich muss was gucken. Und er hat ja seinen Club angelogen. Er hat gesagt, er geht schlafen. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, aber ich weiß nicht was. Die kleine Schwester von Big Mama, ne? Who is Big Mama? Ja, und ist so, ich kenne keine Big Mama. Ah, brauchst du nicht wissen, alles gut, hast du nichts verpassen daneben. Okay. Ruf Miami Ozean. Nee, ich glaube, ich habe einen Plan, der könnte aufgehen. Ich glaube, der ist sogar sicher. Ich hatte mal was gestartet mit ihm. Ich glaube, der Plan ist sogar sicher. Doch, der könnte. Ich habe eine Idee. Wir haben mit dem zusammen. Ich habe eine Idee. Genießt jetzt. Seid entspannt. Ich hab einen Plan. Doch, der müsste klappen. Guys, please, chill, man, chill. Doch, der Plan müsste klappen. Ja, komm, nimm deinen Arm runter, ist gut, mein Liebe. Hey, das Mädchen, raus. Hey, Mädchen, komm mit mir. Sonst fick ich dich, komm. Bruder, vertrau mir. Quelle, vertrau. Ja, Jungs, ihr müsst mir ein bisschen schon vertrauen, Alter. Can I talk with my friends, with my friend Lonely? Holmes? Hey, könnt doch normal reden, ja? Nee, nicht alleine, man. Yo, bro. Just give me a minute, man. I want to talk to him. Yo, bro. Give me a minute. I was... No, talk only with my brother. You can waiting for the tour. I will give you not a minute. Come on, my lieber. Give me 100 dollars. Sam Beckley, Morok. Yo, get the fuck up, man. I don't have money. I'm hungry. I have no money. I'm like shit, you know? Scheiße. Red anständig. Hast du das verstanden, mein Lieber? Ja, ja. Sen ist die KGM da, Beckle. Yeah. So, wer will der Zweite sein als Geisel? Mahmud. Was denn? Nein, Bruder, du hast dich doch. Ich hab Waffe und so, Bruder. Ja, aber du hast doch. Die wissen nicht, dass du es bist. Zieh deine Klamotten nochmal an. Dann gib den draußen. Du wartest draußen mit dem Motorrad. Ich hab eine Waffe. Hey, I don't know what you're listening, okay. Bro. Ich vergesse so, nicht. Wer von euch beiden will als nächstes raus? Als nächstes raus. Bring this guy. Beide sind rot. Bring this guy. He must go out. He's my. No, not me. Yo, Bro. Ja, Sekunde, der kommt. Als Maul. Okay, dein Fuchs Bro. Ist gesichert. Ich bin nicht dein Bro, du Dreckiger. Fuchs ist gesichert. Shut the fuck up. Und dann Cedric, Sinne. Halt mal, Mann, red mit mir nicht. Du hast dich das Recht mit drin, hast du dich verstanden, du verdammter Richter. Lassen wir den Herrn los. Wenigstens ist jetzt Fuchs sicher. So. Ey, was los, Jungs? Can I help you noch? Irgendwas? Also, ey, guck mal. Ja, mein Lieber, du bringst uns gleich $2000 rein, mein Lieber. And then I can go, ne? Werden wir uns so überlegen, mein Lieber, mal schauen. Yeah, then you can go. Stimmt, Fuchs hat Haftbefehl, Moro! Das habe ich doch voll vergessen. Das ist auf deiner Sprache. Aber Nako, du Moro, der Plan war so ekelhaft, Lan. Wallah, ich hab verkackt, Jungs. Okay, jetzt offiziell, der Plan ist tot. Scheiße, hab ich voll vergessen. Du bist doch ein Gangster, ne? Hey. Yeah. Du bist ein Blatt, man. So. Yeah. What's poppin'? Hey, what's poppin'? Wir brauchen immer, Torbahn. Wir brauchen doch noch eine Geisel, um abzuhauen, mein Lieber. Ja, die denken, da ist noch ein Geisel drinnen. Nee, wir nehmen den mit als Geleit, dann schmeißen wir den irgendwo. Ja, das machen wir jetzt. Komm. Sag einmal, wir haben nur drei. Eine war Dings. Deiner war oder richtig. Einer ist drin. Nein, wir sagen, einer ist ich hab so verkackt, Moruk. Das war glaube ich, der schlechteste Plan, den ich je gemacht habe, Jungs. Seien wir ehrlich. Das war der schlechteste. YouTube-Titel: Der schlechteste Plan aller Zeiten. Gangbang, Bratte. Bist du da? Pass auf. Der schlechteste Plan aller Zeiten. Mitnehmen, mein Lieber. Wenn ihr uns verfolgen solltet, ja? Nee, das können wir leider nicht machen. Zurück. Dritten Schritt zurück, mein Liebe. Holmes, Cop. Zurück, please, zurück. Calm down, bro. Shut the fuck up. Noch, mein Lieber, du hast mein Versprechen. Ashy. Der Geisel passiert nichts, solange uns niemand verfolgt, mein Lieber. Der wird mit auf dem Weg da rausgelassen. Ja, er wird rausgelassen, versprochen. Wir haben auch zwei Stück gegeben. Wir haben auch unser Versprechen jetzt. Weg von okay, mir. Mach das. Schnell. Also freies Gelände, ja? Verpisst euch, mal.
Ey, was lass machst du? Nicht das Auto, nicht das Auto, nicht das Auto. Lass mich fahren, steig nebenbei ein. Steig auf, steig ein. Warte, komm her. Den muss ich tragen, Mann. Bleib mal draußen. Go in the andere Auto, Bro. Go in the further Auto. Ihr bleibt alle hier, Officer. Hab ich gehört, ja. Officer, okay. Deine ganzen Kollegen bleiben ja alle hier. Sie haben doch freies Gelände, sie können abbauen. Ey, ja, aber sie folgen uns hier und die sind ja drin. Holmes, why the cop are do this, man? What is this for cops? What is this for cops? Why are guys. Ey, die werden mich doch abknallen. Cousin, du bist eine wilde Person, sag ich ehrlich. Du bist eine wilde Person. Töbe, bismillah. Cousin, soll ich fahren? Cousin. So, wo haben wir auch? Verpiss dich irgendwo. Die sind hinter uns her. Cousin, schieß aber nicht. Schieß auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall schießen. Du hast eine Waffe, oder? Ja, ich hab ne Waffe. Digga, was ist das für ein scheiß Auto, Mann? Cousin, fahr einfach. Vertrau mir, fahr nicht irgendwie. Genau, fahr weiter. Fahr, die Polizisten schießen nicht gleich. Bruder, Cousin, bitte fahr gescheit. Mach langsamer. Fahr. Bruder, du hast das Auto gefickt, Mann. Meine Knie sind gefickt. Stehen bleiben. Bitte einmal rechts ranhalten. Rückwärtsgang. Gib ihm. Hey. Cousin, warte! What is that for a shit, Holmes? Hey, Holmes, I'm the Geisel, Holmes. Okay, bitte hier an den All right. What the fuck? Wie geht's Ihnen? Bah! That was Mary. Deine Versicherung zahlt mein Auto. Halt deine Schnauze, ich fick deine Versicherung, Alter. Ich bin hier gerade. Trennen Sie sich bitte von ihr. What the fuck? What is passiert, Holmes? Brauchen Sie etwas? Boah, ich brauch erstmal Pause, Alter. Shit, Holmes, what is da passiert, Alter? What is da passiert? Ist schon Alright, alles gut. Sie waren allein im Auto, oder? Mit dem ja, der hat mich, Alter, ich dachte hier schon mein letztes Stündlein hat geschlagen, Alter. What is that for a crazy guy? Okay, ganz kurz, kommen Sie mit. Kannst du mit dem reden? Ich soll mit der Geld. Ja, hier. Ja, kommen Sie mal bitte zu mir. Mit dem roten Trikot. Hier zu mir zum Officer. Ach so. Ziehen Sie mal bitte einmal Ihren Bandana ab. Ist das möglich? Mhm. So, dann wie geht's denn überhaupt? Jungs, das muss unter uns bleiben. Ja, alles gut. Was muss unter uns alles sein? Das, wie gesagt, ihr habt. Ich bin gerade beim Videodreh von. Mit 50 Cent. Und deswegen habe ich mich so angekleidet, weißt du? Okay. Wie geht's Ihnen denn überhaupt? Mir geht's gut. Ich dachte wirklich, der knallt mich jetzt ab oder was ist los? Bruder, ich dachte, wo ihr mich fahren lassen habt, da passiert jetzt irgendwas, dass er mich abknallt oder so. Aber zum Glück sind ja die Officers hier sehr gut am Start. Alles klar. Können Sie mir vielleicht einmal Ihren Ausweis zeigen? Kann ich machen. Haben Sie bekommen? Ja, habe ich bekommen. Wäre es für Sie okay, wenn ich Ihnen 24 Stunden Zeit geben würde, damit Sie ins PD kommen, um eine Zeugenaussage zu machen? Ja, kann ich machen. Dann bräuchte ich vielleicht auch einmal Ihre Telefonnummer. Dass, wenn Sie nicht erscheinen, dass ich Sie eventuell selbst nochmal erreichen kann. Ansonsten müsste ich Sie, ja, entweder auf der Fahrung aussteigen okay. Oder ich suche Sie dann. 875? Ja. Minus 6674. Alles klar, weiß als ob ich was aussage, ihr Kelps. Als ob ich was aussage, ich werde doch meinen Cousin nicht verraten. Und ich hoffe, dass Sie morgen im PD eintreffen für die Zeugenaussage, ja? Selbstverständlich, Herr Officer, das machen wir. Alles klar, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hauen Sie rein.
Und so rein. Na, okay. Habe ich die falsche Nummer gegeben? Ups. 10-9, jetzt nochmal wieder. Ups. Da habe ich aus Versehen die falsche Nummer gegeben. Scheiße. Scheiße. Das wollte ich nicht. Morok, aber ich sag euch ehrlich, was für eine wilde Verfolgungsjagd, Alter. Ich hab das so gefühlt. Okay, der Plan war zwar nicht gut, aber dafür war trotzdem ein bisschen Lachkick und hat Spaß gemacht. Hauptsache, Fuchs ist auch nichts passiert. Fuchs ist auch nochmal gut rausgekommen. Also war mein Plan doch erfolgreich. Und jetzt bin ich hier in der Gangster-Hut, Morok. Wenn mich jetzt Gangster erwischen, bin ich auch gefickt. Holy shit, Bruder, was da passiert, Alter? Fahrrad, wo bist du? Bruder, bist du entkommen? Ja, ich und Big Mama sind weg. Bruder, könnt ihr mich irgendwie abholen? Könnt ihr mich abholen? Ja, ja, wo bist du denn? Weißt du, wo Abschlepp-Ahan ist? Ja, schick mir mal einen Standort. Ich komm da in die Richtung, schick mir nochmal einen Standort. Okay, okay, ich schick dir Standort. Bis gleich, ciao. Hau rein. Boah, aber war trotzdem geil. Ja, ja, war echt trotzdem geil. Das ist halt RP so, weißt du? Du weißt nie, was passiert. Und dann passiert aus einem, was du eigentlich planst, kann was noch krasseres passieren. Boah, wie mein Cousin, so diese Verfolgungsjagd, die war auf jeden Fall wild, ja. Hat echt Spaß gemacht. Danke, danke, ich küsse eure Herzen. Freut mich eben, dass es gefallen hat. Danke, ich küsse eure Herzen. Jetzt hoffe ich nur, kein Gangster kommt. Ja, Cousin, du musst wahrscheinlich wegen Ding RP, weil du Unfall gemacht hast. Morok, wenn jetzt ein Gangster kommt, bin ich am Arsch. Ah, okay. Oder sind wir noch im Ghetto? Ja, ja, wir sind Ghetto. Wusstet ihr, dass das hier alles Ghetto ist? Und wenn man hier einfach in Ding geht, dann ist man am Arsch. Schlaf gut, Bruderherz. XL-Ray, ich weiß nicht, mein Bruder. Ja, dass sie mich nicht durchsucht haben. South, genau so, Southside. Weiß ich nicht, Jungs, weiß ich nicht. Bruder, weißt du, was ich in dem Moment am meisten gefeiert, also Ding hab? Stand bis jetzt, wie die bleibt. Okay, sehr gut. Dass Fuchs noch entkommen ist, Bruder. Ich dachte echt, wo ich Red Light gesehen habe, habe ich gedacht, tamam, Morok, jetzt gefickt. Ey, Gangbang, Bratte, wenn du das Video cuttest, Bruder, wenn das Video cuttest, da wo die Red Lights kommen, da musst du dann irgendwie so einen Slow-Mo-Effekt oder so ein Ding machen und dann so ein Ding-Musik, so ein Spannungsmusik oder so. Irgendwas, da musst du auf jeden Fall, ich hatte da kurz Herzstillstand, Lan. Also für die, wo es verpasst haben, könnt ihr es morgen auch auf YouTube schauen. Wallah, wir sind da wirklich zu. Bruder André, ich habe so Herzinfarkt bekommen. Gut, dass ihr Fuchs nicht gefickt habt, Morok. Alter. Ach, da ist der. Da ist der, Alter. Scheiße. Ey, fuck, Alter. Ey, Bruder, was war das, Alter? Ich dachte wirklich, du bist jetzt gefickt, Fuchs. Ich habe ehrlich gedacht, aber ich habe noch mal gut rausgedribbelt. Wisst ihr, was noch passiert ist? Ich hatte eine Verfolgungsjagd. Die haben meinen Cousin abgeknallt und ich bin noch entkommen. Nein. Mhm. Die haben mich gehen lassen. Die haben gesagt, ich muss Zeugenaussage machen. Dann musste ich meine Nummer geben. Ich habe einfach die falsche Nummer gegeben. Mhm. Oh Mann, Alter. Die haben mich auf jeden Fall, die wissen ganz genau, wer ich bin. Die haben meine Nummer sowieso schon gehabt. Ich bin gefickt. Bruder, hat dich Polizei erwischt? Ja, die haben mich draußen abgefangen, als sie das Geld genommen haben von der Geiselnahme, haben Danke, die mich Games. Übergeben und der Typ meinte, komm morgen ins PD, du musst eine Aussage machen. Also ja, morgen doppelte Aussage. Die haben deinen Haftbefehl vergessen. Ne, der hat es nicht kontrolliert. Er meinte, komm morgen rein einfach. Ich bin am Arsch, aber ja. Ich bin dem blauen Auge vorbei. Bruder, du hattest echt. Ich dachte wirklich, okay, Fuchs, du bist gefickt, als ich die Red Lights gesehen habe und Polizei. Entweder wirst du jetzt vom Red Light gefickt oder du wirst vom Polizei gefickt. Eins von beiden. Sandwich. Das war echt gefährlich, Alter. Ich glaube, wir sollten die Scheiße lassen und uns mal ein bisschen wieder normal anziehen. Ja, Mann, Alter, heute wird das nichts mehr. Ja, ich glaube. Egal, wir machen das einfach morgen.
Hey, aber eine Frage. Der Bulle hat meine Personalien genommen, aber bei meiner Einreise wurde mein Name falsch geschrieben. Das heißt, der weiß nicht, dass ich Big Mama bin. Denkst du, die checken das, wenn ich morgen eine Aussage mache dort? Hä, wie heißt du auf dem Ausweis? Komplett anders. Einfach Scheiß komplett auf Aussage, anders. Geh einfach nicht hin. Wir müssen doch eh... wir dribbeln das morgen anders. Ja, wir dribbeln das einfach. Noch tiefer in das Scheiß. Genau. Aber ich hab meine Nummer gegeben. Das war ein Fehler. Sag einfach, das bist du gar nicht gewesen. Ja. Fertig. Sag einfach, das ist eine falsche Nummer, die sie hier haben. Ich kenne sie nicht. Rufen sie mich nicht nochmal an. Kein Anschluss unter dieser Nummer, genau. Aber der hat mein Gesicht gesehen. Ich musste die Maske abnehmen. Das heißt, ich werde dann doppelt gesucht. Einmal als Big Mama und einmal als den Namen, wo er auf dem Ausweis gesehen hat. So. Und genau deswegen müssen wir morgen diesen Plan machen und diesmal ohne Kopfweg, Alter. Ja. Das war scheiße, Alter. Heute war zwar lustig, aber es war das scheiße. Das war schon witzig, sag dir echt. Die Verfolgungsjagd war zu wild mit meinem Cousin, sag ich ehrlich. Wir hatten eine Verfolgungsjagd, mein Cousin schießt zwei Leute noch ab und so. Und da hab ich, aber es war echt wild, Alter. Und jetzt rufen mich irgendwelche Leute an und wollen ihre scheiß Coins, Alter. Was ist los mit denen? Ja, Mann. Wo bist du, Mann? Ey, Faro, der Johnny ist am Lügen, Mann. Was ist los? Wo bist du, Mann? Ich würde sagen, wir ziehen uns um, bevor wir noch Probleme bekommen. Ja, gut, dass ihr auch einen Zweisitzer geholt habt. Ja, ich hab Bruder, Cousin, das war zu geil. Wenn du mir vielleicht mal meine Bitcoin-Kohle gibst, Dankeschön, Bruder, jetzt für deinen dritten Monat. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank auch dir. Du hast deine Kohle schon bekommen, hä? Ich weiß gar nicht, was für ein Geld du noch willst. Nein. Ich war zwei Tage nicht da. Ich habe meine Kohle nicht bekommen. Hä, du hast doch gar nicht Geld gegeben, oder? Hey, ich hab doch... Hey, willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen, Farud? Ich habe 20% Firmenanteile, hast du das vergessen? Hey, du hast doch... Hast du Geld gegeben, Alter? Ich weiß gar nicht. Hey, soll ich dein Verstand bisschen auffrischen, oder? Hey, streitet euch nicht, Mann. Hey, willst du mir hier drohen, oder was? Ich bin der Besitzer von Bankcoins. Wenn ich sag, du hast nichts investiert, dann hast du nichts investiert. Stopp. Geht mal einen Schritt zurück, Mann. Mann, immer das Gleiche mit dir, Farud. Immer das Gleiche, Mann. Ey, ich muss mich umziehen, Alter. Ich muss mich auch umziehen. Wir brauchen... We need a car. Ich hab, glaube ich, noch ein Auto. Die nächste Garage ist hier. Ist nicht weit. Hier ist keine Garage, Bro. Komm, Fuchs, steig ein. Fahre zur Laufen, komm. Ich hol dich ab. Hast du noch ein Auto? Viersitzer? Nee, ich lauf. Wo ist die Garage? Vorne links. Sie meint Anteil als Geschäftsmann. Ach so, Anteil. Bleibt VOD. Ja, wir werden sogar versuchen, Ding hochzuladen. Ein YouTube-Video. Aber wir müssen halt gucken, ja? Weil ich weiß auch nicht, Alter. Scheiße. Da muss ich den Plan eben morgen machen. Aber ich sag euch ehrlich, Jungs, dieser Plan wäre aufgegangen. Der war eigentlich gut. Nur wir haben es halt nicht ganz geschafft. Oh. Scheiße. No, Lilan? Nein, ich gehe nicht auf. Bruder, ich bin hier in der Bronx. Wenn mich ein Gangster sieht, bin ich am Arsch. Denn ich muss gerade hier so ein bisschen rennen. Dass ihr Bescheid wisst, ne? Man darf hier in der Street so ein Ding, wenn man so... vor allem Gangs... Oh, scheiße, oder nee? Ja, Bro. Yo, wo bist du hingefahren? Ich bin gerade da beim Burgerladen, Bruder. Beim Burgerladen, ich bin beim Burgerladen. Ja, okay. Wir haben jetzt einen Viersitzer, glaube ich, oder?
Ja, was geht? Ja, ist gleich hier sitzen. Okay, wir kommen dahin. Okay. Ciao. Jeder schließt sein scheiß Auto ab. Ach scheiß drauf, ich zieh mich um. Aleikum Salam, was geht ab? Baggy, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Beste RP, Mann. Weiter so. Ich küsse deine Augen, Baby. Ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön, Bruder, für deinen zweiten Monat. Beste RP, Mann. Weiter so. Danke, ich küsse dein Herz. MewTV, was geht ab? Aleikum Salam. Grüße nach Köln. Ich will das hier ohne die Schutzweste. Wartet, ich will das kurz ohne die Schutzweste. Was macht man da bei Torso? Ne, T-Shirt. Was habt ihr gewonnen? So, ich geh direkt schlafen. Ich kenne euch nicht. Hey, ich hab doch noch einen Plan, Bruder. Willst du nicht mitmachen? Echt jetzt? Nee, Spaß. Ja, aber ey, die dürfen mich nicht sehen, Alter. Nee, wir machen das morgen, Bruder. Aber gib mir mal Geld. Warte. Oh, ich bin minus. Warte, oder ich glaube eh. Oh nee, passt eigentlich. Alles gut. Alles gut, alles gut. Passt, Bruder. Wie war dein kleiner Spaziergang hierher? Scheiße, Mann, ich muss Beine trainieren. Was euer Auto? Ist das euer Auto jetzt, oder? Nein. Aber schau mal, ob das offen ist. Nee, das glaube ich nicht auf. Ah, doch. Ah, doch. Dann leihen wir uns doch das Auto einfach. Ja, ist doch ein Viersitzer. Let's go! Keine Ahnung mal, wie der ist. Ah, doch, Jürgen. Grüße zurück, habe ich. Ich darf keiner sehen. Mann. Ich küsse dein Herz. Wo willst du jetzt hin? Fuchs ist ja anscheinend schlafen, deswegen muss ich. Fuchs, ich lass dich hinten raus bei Red Light, oder? Ja, da im Casino irgendwo, wo mich okay. Keiner sieht. Scheiße, Mann, ich wollte eigentlich noch heute einen Fast and Furious Move machen, Mann. Ich weiß, Alter, aber. Hättest du doch gemacht, als die Verfolgungsjagd war. Ich war nur Beifahrer, deswegen war scheiße. Ich konnte nichts machen. Warte, vielleicht habe ich jetzt einen Move. Dass sie mich nicht blitzen, weißt du? Hast du gesehen? Krass, Alter. Krass, ne? Den muss ich mir merken. Scheiße, Mann. Bist Bescheid. Aber ich glaube, deine Nase sieht man noch von hinten. Ja, das glaube ich auch. Schau jetzt, schau. Bap, bap. Hast du gesehen? Ja. Oh, fahr doch einfach weiter, Mann. Was? What up? Was los? What's up? Alles gut? Ja, alles gut. Darf ich kurz fragen, wie ihr heißt? Wir sind die Vagos. Ah, ihr seid die Vagos. Was macht ihr hier in der Gegend? Ja, wir waren ein bisschen Casino zocken, ja. Okay. Leider alles verspielt, aber... Scheiße, Alter. Habt ihr schon mal was von Bankcoin gehört?
Tatsächlich nicht, ne. Also anstatt, dass ihr da ins Casino geht und euer Geld da verzockt, würde ich an eurer Stelle in Bitcoin investieren. Mhm. Der Markt ist gerade richtig am explodieren, also okay. Je schneller, desto besser. Ja. Und die ganzen anderen Coins, ne, wie man kennt, diese Bitcoins oder Krypto, die gehen alle schräg nach unten, so wie die Frisur von dem Typen ganz links. Ja. Hey, yo, homie, man. Also, wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall viel Geld rausholen. Ich verstehe schon. Nur die Sache ist die, Geld rausholen, wenn man minus 1000 am Konto hat, ist sehr schlecht wahrscheinlich, ne? Scheiße, Alter, das ist natürlich nicht gut. Ja, ja. Ihr, wenn ihr Vagos seid, habt ihr doch bestimmt ein paar Homies, die Geld haben. Wir sind eigentlich alle broke as fuck, man. Shit, okay. Aber morgen geht ab, denke ich mal, ja. Wir versuchen ein bisschen Geld zu machen irgendwie, dann kriegen wir das schon hin, man. Alright. Wie ist denn dein Name? Ich bin Farhud Ben. Farhud Ben. Und du bist der Inhaber von Ben Coins. Newcomer Bros, wer sind die Newcomers? Richtig, genau, das richtet sich nach mir. Hast du recht, ja. Verstehe. Wo kann man dich denn am meisten auffinden? Wir sind Newcomer Bros. Du findest mich oft am wir sind oft am Charter von Red Light oder halt im Clubhaus da vorne oder so. Überall, Bruder. Du frag einfach nach mir, irgendeiner wird schon meine Nummer haben. Falls nicht, frag einfach nach mir, ich bin Frank Wolf. Wie der Newcomer am Anfang ist. Was für Newcomer, Bruder? Sagst du, ich war mit Fahrrad unterwegs, der wissen Bescheid. Frank Wolf. Welcher Newcomer? Okay, mach's gut, mein Ach so, Lieber, vom Rap. Hau rein, peace up. Adios. Siehst du, Fahrrad, so macht man das. Mhm, hast du gut gemacht. Warte, ich lass dich einfach hier vorne ab. Sind dir jetzt wieder die 20% Firmen hintereingefallen? Dreh um, Alter. Ey, Mann, Alter, was ist das? Das ist so wie, ich hab mal eine türkische Freundin, die hat auch immer Schiss gehabt, dass ihr Vater aus dem Fenster guckt und ich konnte nicht überall hinfahren. Was ist das, Alter? Und dann sitzt da, sie genau auch so wie du hinten und hat sich immer geduckt, wenn wir in der bekannten Gegend waren. Alter. Steig aus, verpiss dich, Alter! Alles geht immer schief mit dir, Fuchs! Ist eh nicht mein Auto, scheiß drauf! Mach dich ab jetzt, Mann. Wir sehen uns morgen, Bruder. Morgen geht der Plan auf. Na, oh, Mann. Herr Farhud, hat vielleicht mein Einsatz gerade deine Erinnerung wieder aufgefrischt? Warte. Schau mal, das Ding ist, ich habe jetzt genau nur noch $84. Die kann ich dir gerne geben und ich zahle dann halt in Rate. Du schuldest mir aber ein bisschen mehr als $84. Aber warte mal, ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich dir Geld gegeben habe. Du hast mir kein Geld gegeben, stimmt. Stimmt, ja, ich habe nichts bekommen von dir. Und jetzt schulde ich dir trotzdem Geld. Ja, ich habe doch 20% Firmenanteil. Willst du mich eigentlich komplett hier... Ach so, stimmt, deine 20%, stimmt, yeah. Das habe ich fast vergessen. Ja, fast. Oh, warte. Ah, okay. Gib mir mal das Megafon unten, schnell. Welches Megafon? Jo, gute Nacht, Fuchs. Fuchs, schlaf gut, Bruder. War eine wilde Aktion, mein Bruder. Pass auf dich auf! Alter! Ey, du bist echt... Dass der Fuchs dich nicht absticht. Scheiße, Tank ist leer. Ah, hier ist doch gerade ein neues Auto. Warte, ich hol schnell... Ich pack schnell mein Auto aus. Scheiß auf die Autos hier. Die sind alles voll eklig. Ach komm, Toni hat doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir sein Auto ausleihe. Ey, komm, jetzt nerv mich nicht.
Ja, okay, 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 Spaß, Spaß. Ja. Wo ist denn dein Urus? Bist du jetzt auch ein Geringverdiener? Nein, mein Urus, ich hab den doch ausgepackt. Ich hab das voll vergessen, das ist noch da bei der Baustelle. Mhm. Mit $84 in der Tasche hört sich das nicht an, wie wenn du hier noch der Multimillionär bist. Was ist mit deiner Villa eigentlich? Ja, ich hab auch noch meine Villa, hast recht, ich war da auch schon lange nicht mehr, Mann. Das sieht bestimmt scheiße aus dort. Aber ich hab auch, ich hab mein Auto bei Baustelle und dann habe ich noch 100.000 auf dem Konto. Moment. Ja, dann brauchst du ja gar nicht den Raten abzahlen. Kannst doch gleich auf die Hand alles geben, oder? Meinst du dein Geld? Ja. Wie viel Geld kriegst du denn? Ja, du sagst ja, der Markt ist hier am Platzen und da gestern haben auch noch welche 50.000 investiert, also schon einiges. Du hast ja deinen schönen Taschenrechner, da kannst du es dir mal eintippen, was ich denn so alles krieg. Ja, hast du recht. Wir wollen jetzt nicht auch an deinen Hack gehen, hast du recht. Ja. So. Rechnen wir mal kurz aus. So. Entweder geben sie mir jetzt 100, bleiben sie stehen. Entweder geben sie mir $100 oder ich melde das bei der Behörde. Du kriegst genau $1,200. Das ist dein Anteil. Mein Anteil sind $1,200. Eigentlich 1,118, aber ich habe aufgerundet. Willst du nicht nochmal nachrechnen, Farut? Zur Sicherheit. Ah, ich hab mal 2 vergessen. Tut mir leid. Yo. Mal 2? Ja, Bro. 1000. Hat sie dich gerade bei Freund gelassen? 2400. Nein, mal 2, Mann. Sie wollten 2. Dafür, dass der Typ 50.000 investiert hat, kriege ich 2400. Hast du irgendwie eine 5 in Mathe gehabt? Aber du kriegst doch 20%. Wer ist ja, das? 20% von 50.000? Was ist das? Warte, lass mich kurz rechnen. Was nochmal? Du gibst jetzt ein, 50.000. Hm? Nee. Geteilt durch 100. Nee. Big Mama, du rechnest das. Nee, du rechnest das komplett falsch. Er hat mir 50.000 gegeben, aber ja. Ich habe das investiert und er bekommt 60.000 raus. Unser Gewinn ist $10.000. 9.867, um genau zu sein. Und das mache ich nochmal Hälfte mit Muhtar. Und mit Muhtar? Wieso mit Muhtar? Ja, weil er ist auch jetzt auf dem Boot. Habe ich voll vergessen. Ach, mit ihm? Mit Muhtar machst du 50-50, aber mit mir 20%. Aber... Alles klar, Farut. Warte, alles aber klar. Pass auf. Muhtar hat besorgt sich Kunden. Was hab ich gerade gemacht? Du hast recht. Muhtar will mich abziehen. Warte, ich rufe ihn jetzt an. Stimmt, was ist das, Alter? Den kenne ich nicht mal so lang. Ja? Hast recht. Dich so oft aus der Scheiße gerettet und dann kommt irgend so ein Muhtar her und du gibst dem 50%, Alter. Hast recht. Aber der hat einen guten Kunden besorgt. Ja, yo, Muhtar! Muhtar, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden. Ja, da kannst du jetzt nichts sagen, ne? Ruf mich zurück, bevor ich dich fick. Hast recht, Alter. Mann, die wollen mich hier abficken, Alter. Was ist los mit den Leuten? Wer hat dir Muhtar gebracht? Wer? Der ist von alleine gekommen. Der hat gesagt, ey, Nein. Ich hab den dir vorm Casino vor die Füße gebracht. Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich muss mal nachher deine Erinnerung ein bisschen auffrischen, Farouk. Ja. Scheiße, Alter. Ich werde einfach abgezogen, merke ich gerade. Warum gebe ich ihm 50%? Mann, ich bin doch der Inhaber, ne? Ja, also ich sag ja, du. Ach, vergiss es. Alter, warum ziehen die Leute mich immer ab, Alter? Warum werde ich immer verarscht, Mann? Was soll das? Wallah, die Leute, die ich rufe, die schreiben mir SMS. Ruf doch einfach an, Bruder. Ruf doch einfach an. Was schreibst du? Du gehst nicht ran, wenn man dich anruft. Dein Handy auf stumm oder was? Ich muss kurz jemand anrufen. Moment. Das ist ein sehr guter, korrekter Typ, den stell ich dir jetzt vor. Schlaf gut, Volkan, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ja. Schreibt SMS. Schreibt mir die ganze Zeit SMS, aber wenn man anruft, gehen die nicht ran. Kennst du solche Leute? Du schreibst SMS? Aber wenn man anruft, gehen die nicht ran. Ja, ich kenne deinen, der sitzt direkt neben mir. Hä?
Mein Handy spinnt. Farod, hast du eigentlich, kennst du eigentlich das Wort Gewissen? Gibt nee. Das in deinem Wortschatz? Nee, das gibt's nicht in meinem Wortschatz. Gibt's nicht? Nee, was ist das? Gewissen. Hallo. Yo, Cedric, hörst du mich? Ja, mein Lieber. Wo bist du? Was machst du? Wo bist du? Ich bin hier am Rumfahren. Ja, rumfahren, ne? Komm mal. Boah, keine Ahnung, wo sollst du herkommen? Wo bist du genau? Casino. Okay, komm, Casino, wir sehen uns da. Ach, wieder im Casino landen wir jetzt. Mhm. Was heißt hier wieder? Wir machen da Geld, das ist unsere Geldquelle. Ach so, so verdienst du das. Ah, jetzt weiß ich, wie du das machst. Jetzt weiß ich das. Ich mein... Aha, komm, fahr mal zum Casino, komm. Komm, ich will sehen, wie du Geld verdienst, komm. Yo, Azimbaway. Wo bist du? Ich bin im Krankenhaus. Komm zum Hintereingang, ich hau ab. Okay, ich bin gleich da. Ich warte auf dich, sag mir, wenn du da bist, damit ich rauskomme, ja? Cousin, komm genau in eine Minute raus, ich bin eine Minute da. Okay. Ich mach jetzt auf Vin Diesel. Bap. Okay. Blitzer. Hast du gesehen? Ich wurde nicht geblitzt. So, weiter. Was los? Komm raus. Ah, scheiße, ich wurde doch geblitzt. Also, wie gesagt... Also ich würde vorschlagen, du gibst dem Muchtar die 20% und mir gibst du seine 50% für die ganze Scheiße, die ich immer mit dir durchmachen muss. Ich muss das jetzt abchecken. Ich muss jetzt abchecken, wie ich das mache. Also auf jeden Fall werde ich mich nicht vom Muchtar verarschen lassen. Hast du recht. Das war scheiße. Das Gefühl, dass du ein bisschen Schiss vor dem hast. Kann das sein? Was für Schiss, Mann? Ich war nur naiv. Ich war dumm. Der hat mir gesagt, der besorgt mir Kunden, dies, das. Und jetzt merke ich erst, dass er mich abgezockt hat, Alter. Prati wie Gaming. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deinen Host. Herzlich willkommen an deine Zuschauer, Bruder. 60. Genau. Auf meinen Cousin. Ich weiß jetzt, wie ich das mache. Weißt du, wie ich jetzt mache? Es reicht mir langsam. Ich bin der Inhaber von Bankcoins. Was ist das, das mich jeder abzieht? 70, 30, 20. Nee, warte. 70, 20, 10. 70, 20, 10. Ja, dann kann Muchtar von mir aus die 10 haben. Ja, von mir aus, aber ansonsten, ich mach... Ansonsten stech ich dich ab, ich sag's dir. Ich will meine 70%, das ist mein Hack und ich hab das auch verdient. Wenn wir schon von Hack reden, ja? Dein eigenes Hack kennst du, aber mein Hack kennst du nicht auf einmal. Hast du auf einmal vergessen gehabt, ne? Du warst aber auch nicht bei dieser Sache dabei, Ich dachte, ihr Marokkaner, ihr seid da so korrekt, was sowas angeht. Wenn zum Hack geht. Glaube ich auch, Jubaka. Pass auf, weil du jetzt so frisch warst, 80, 10... Nee, weißt du was? Schau mal, ich werde jetzt aus richtigem Prinzip, gebe ich 10%. Aus Prinzip? Ja, aus einem gewissen Prinzip. Ach so, was ist dann das, dein gewisses Prinzip? Halt mal die Schnauze! Yeah, red mal gescheit, das ist mein Geschäftspartner, Cousin. Die sollen dir die Fresse halten, Cousin. Ich bin von Polizei abgehauen, aus dem... Wir haben keinen Tank mehr. Nein, Cousin, wieso tankst du nicht? Wieso fährst du am PD vorbei? Oh, scheiße. Der will mich... Cousin, Tank ist leer. Scheiße. Du scheiß Marokkaner, du willst mich einbuchten und Geld kassieren. Cousin, Tank ist leer. Oh, scheiße. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen ein Auto finden. Ich weiß. Oh, scheiße, Cousin. Warte, vielleicht schaffen wir es noch bis dahin. Cousin, ich wurde neu vernäht. Pass auf. Warte, vielleicht schaffen wir es noch bis dahin. Das reicht. Was machst du? Warte, vertrau mir einfach. Wohin? Vertraut mir. Ich mach jetzt auf Ding, Vin Diesel. Vertraut mir. Mit null Tank, was willst du machen? Vertraut mir doch ein bisschen. Cousin, da war doch Tankstelle, du bist vorbeigefahren. Scheiß auf die Tankstelle. Steigt aus. Vertraut mir, komm. Ich bin noch über Morphin, Alter. Komm mit. Boah, wie Vin Diesel, ihr müsst hier auch so springen.
Scheiße, Alter, mein Auto ist so gefickt. Mach mal dein Auto auf, Mann. Hier, steck doch rein. Cousin, die haben mir meine Waffe weggenommen, Mann. Er hat selber Pech gehabt, Alter. Sowieso wie... Oh Mann, Alter, mein Urus sieht so scheiße aus, Mann. Das kotzt mich an. Ich kann so nicht weiterfahren. Ich mag das hast nicht. Hast du Fast and Furious? Dachtest du, bist du in Fast and Furious, oder was? Ja, ich hab grad voll Bock auf so einen scheiß Film. Ich sag dir ehrlich, ne? So Verfolgungsjagd und so. Ich hab grad richtig Bock auf so eine Scheiße. Was hab das denn dir nicht gehabt? Gereicht, was heute... Nein, ich will diesen Adrenalinkick nochmal haben. Aber du als Förder, hä? Mhm. Ich hab richtig Bock, Alter. Ich warte, ich hol mir jetzt eine Reparaturkiste. Ich glaube, ich mach die Scheiße jetzt. Einfach Adrenalinkick. Hey. Hey, die schläft, Mann. Redet sie von Adrenalinkicks, ne? Ich hab Hunger. Danke, 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 Jungs. Danke. Ja, dann komm doch, hast du kein Geld? Ich kauf dich. Na komm, ich zahl aus, ich zahl aus, ich zahl aus die ganze Zeit. Paragittelan. Optimus, wo bist du? Wo bist du? Ich hab zu viel Morphin geschluckt. So, jetzt lass mich mal kurz dran. Ich muss mal hier. Ich muss mal jetzt hier kurz mein Auto gucken, Alter. Hast du schon gegessen, Bruder? Okay. Mammut! Bruder, ich hab das ganze Beute ja, mitgenommen, aber keine Waffe mehr. Also war diese ganze Beute umsonst. Habe ich gerade für Magazin $10,000 ausgegeben? Ich lass mich gleich vom Cousin fahren, okay. Alter. Hey, kann ich euch was fragen? Sehr, Mega, was gibt's? Ich höre die ganze Zeit Beute, Meute, Geld, Meld. Cedric, ich fick Geld. Dich! Ich fick dich, Cedric! Ruf mich nicht an, du Kelp! Hier steht doch nirgendwo, dass es ein Magazin ist. Woher soll ich wissen, Moruk? Das sieht aus wie ein Reparaturkit, Moruk. Warte, ein guter Geschäftsmann weiß ja, Bescheid. Mir geht's gut, ich hab dich Yo, vor Bro. 2 Stunden angerufen. Meinst du mich, Bro? Ja, willst du ein Magazin kaufen, das beste Ware für $1,100? Ich komme erst morgen, heute was für war eine Nacht, also ich Bruder, das sind nicht mehr. Das sind Magazine, die gehen, die schießen durch. Ich bin immer ja, so Magazin, gegen, Moruk? Nach 11. Magazin, also nach Waffenmagazin. Okay. Na, Mann, da. Wie viel sagst du? $1,100. Ciao, ciao. Wieso so viel? Ja, weil das Special-Munition ist. Das gibt's nur Nein, in Digga. Bangladesch. Danke, danke. Da hat Feuerschrot drin. Ja, richtig. Solche Magazine habe ich schon, Bruder. Wann wo? Wir sind die einzigen Importeure hier. Ja, genau. Wir sind die einzigen Importeure. Jetzt nicht mehr. Okay. Lack, mit diesen Kanacken kann man kein Geschäft machen, lass uns gehen. Ja, dann du kommst hier mit 1100. Hey Bro, wie ist dein Name? MK, Bruder, und deiner? Meiner ist Farut Ben. Na, Farut, wir hatten schon mal gesprochen. Wir hatten schon mal gesprochen. Wie geht's dir, du kleiner Streusch? Na, ganz okay. Ein bisschen hier rumstreuen, ein bisschen ganz Geld okay. machen. Und wie ist dein Name? Der ist Apo Balboa. Freut mich, Jungs. Okay, wie gesagt, ich habe hier ein Magazin zu verkaufen, $1,200 für euch. Wenn ihr jetzt zuschlagt, dann seid ihr die Ersten in Los Santos, die Mann, so krass... Du hast gesagt 1,100. Nee, sowas habe ich nie gesagt, du brauchst hier jetzt nicht lügen. Er hat gerade 1,100 gesagt. Was für Lügen, Mann. Big Mama, habe ich 1,100 gesagt? Ich glaube nicht, ne? Nee, MK, hat er 1,100 gesagt oder nicht? Ich halte mich da raus. Walla, du Heuchler. Ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, okay? Bruder, 1100, ja? 1100. Ich kann mir nicht mal Brot leisten, wie soll ich mir diese Magazine? Du musst erstmal die Preise erfahren, das ist, er sagt 1100. Halt deine Fresse! Dann machen wir es anders! Dann machen wir es anders! Du gibst mir jetzt $1,000, wie wäre das? Wie wäre das, oder ich knall ihn ab? Was sagst du? Du gibst mir die $1,000. Komm mit in die Ecke.
Halt deine Fresse! Wie wär's, Bruder? Wie wär's? Du gibst mir die 1000 Dollar einfach. MK. Gib ihm 1200. Geh weg, geh weg, geh weg. Halt Abstand, halt Abstand. Ja, Mann, chill dein. Gib dem Mädchen 1000 Dollar. Mädchen, komm her. Haram Geld, ja, auch. Hey Bruder, was soll das denn? Halt deine Schnauze. Okay. Siehst du, du hast ja vorher gefragt, wie man Geld macht. Genau so macht man Geld, Amigo. So macht man Geld? Genau. Hey. Hast du Geld bekommen? MK, ja, ich sag dir eine Sache, Digga. Cousin, ich hab noch kein Geld bekommen. Du kriegst auch keins, du ziehst nur die Leute ab. Barbos, was du gemacht hast, nicht gemacht, MK. Was hab ich denn jetzt gemacht? Erst verrätst du mich, Digga. Hältst dich bedeckt. Und ich halt. Ich war doch bei dem Gespräch nicht dabei, Mann. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Habt ihr den Ding jetzt als Geist? Einfach da machen. Aber ey, ohne Grund. Anstatt mich hier zu beschützen. Wir beide, gell? Ja. Ja, wir sehen uns noch, Digga. Ich würd auf. Lack, nimm deinen Freund und verpisst euch. Verpisst euch. Rennt. Rennt. Los, wir müssen abhauen. Ich war noch nie so hässlich ohne Bart, Alter. Wie hässlich. Du warst davor auch schon hässlich, Cousin. Das bringt auch nichts hier, wenn du dich jetzt umziehst. Cousin, dieser Bart ist Mama. Ah, scheiße, Blitz am Nacken. Also, Farod, noch so 6-7 Geiseln mehr, denen du jeweils 1000 Dollar abzockst und deine Schulden sind bei mir beglichen. Und so. Ich wollte gerade sagen, gib mir mal die 1000 Dollar rüber. Nee, also das ist mein Hack. Das ist mein Hack. Eigentlich nicht mal ansatzweise mein Hack, aber für heute reicht das. Wer ist das? Keine Ahnung. Wolltest du nicht dein Auto reparieren? Doch. Ich glaube, dein vorderer rechter Reifen hält nicht mehr lang aus. So, mein Freund, einmal bitte rechts ranfahren. Einmal bitte rechts ranfahren. Zieh mir seine Pistole ab, das ist dieser Monte. Na, fahr mal rechts ran, du Kelb! Schieß doch seinen Reifen ab. Nee, warte. Der will eine Verfolgungsjagd mit dem besten Fahrer in Los Santos, die kriegt er. Jetzt hast du deinen Fast and Furious, komm. Genau. Du bist geblitzt. Blitz. Scheiß drauf. Schack. Boah, sein Auto fährt leider ein bisschen schneller, ne? Aber, boah, mein Kopf! Kopfschmerzen. Ich denke wirklich, der ist besserer Fahrer wie ich, Alter. So ein Idiot. Cousin, du nimmst deine Waffe ab, ja, und ich bekomme die dann. Ah, scheiße, jetzt habe ich mich auf links konzentriert. Egal, schau jetzt den Move an. Was war das, Cousin? Ich hab so Kopfschmerzen, Alter. Ich kann nicht fahren mit diesen scheiß Kopfschmerzen. Ja, also wenn ich nicht fahren könnte, würde ich auch sagen, ich hab Kopfschmerzen. Und nochmal geblitzt, Cousin. Ah, das war jetzt auf ein Reifenschuss. Scheiße. Cousin, ich brauche dein Auto. Warte, ja? Boah, ich bin so gefickt morgen. Polizei, alle werden mich suchen. Der fährt hier am Würfelpark und ganz viel Scheiße. Wieso treffe ich seine scheiß Reifen nicht, Alter? Der ist zu tief gelegt. Der denkt auch, wir machen hier Rundsprint. Der fährt die ganze Zeit selbe Runde. Alle Fotos raus aus dem Park. Ah, jetzt haben wir noch mal ein bisschen hier Support. Mahmoud! Du, Bruder, soll ich den abfangen oder was? Ja, Bruder! Warte, seit wann ist sein Auto so schnell? Der fährt normalerweise 200 dran, wenn du fährst. Nein, der fährt ein bisschen schneller als mein Urus. Ich hab den gefahren, Bruder, 200 ist der nur gefahren. Ehrlich?
Ja, ja, sogar meiner fährt 200. Endgeschwindigkeit hat er 200 gehabt noch. Aber vielleicht ist er bei der Beschleunigung schneller. Na, das kann sein. Mein Auto wiegt ein bisschen mehr. Das kann sein, weiß ich jetzt aber nicht. Also ich hätte seinen Reifen schon längst getroffen. Hätte ich eine Waffe, ich auch. Ich habe so viel Minus gemacht durch diese ganzen Blitzer. Wallah, ich hätte mir die Verfolgungsjagd eigentlich sparen können. Also der lacht sich gerade den Arsch ab, weil du ihn einfach nicht kriegst. Ja, keine Chance, Alter. Das ist eine Fülle. Komm, Cousin. Gib mir die Waffe, ich schieß auf ihn. Ah, jetzt. Fein an. Ich will den nicht abknallen. Egal. Lass ihn mal noch weiterfahren. Bis Tank leer geht. Ja, ich glaube, ich ziehe den kürzeren, weil mein Tank ist gleich leer. Scheiße. Ah, dieser scheiß Hügel. Scheiße, Alter, ich hab verkackt. Jetzt hab ich verkackt. Boah, halt mal an, ich glaube, ich muss mich übergeben. Wo war der, links oder? Ah, scheiße, jetzt hab ich ihn verloren. Den findest du nicht mehr. Shit. Scheiße, Mann! Der ist rechts gefahren, Cousin, oder nicht? Keine Ahnung, Alter. Wo sind die Red Lights? Die waren doch auch da. Ich weiß nicht. Der ist weg. Komm, vergiss es, das war's. Ich bin gerade aggressiv geworden. Wallah, ich bin gerade aggressiv geworden. Bruder, bring den mir. Der lässt sich doch bestimmt gleich am Würfelpark wieder blicken. Bestimmt. Minus 1300, der hat mich gefickt, Alter. Ich hab kein Geld mehr, ja. Wallah, der hat mich gefickt. Ich bin gerade echt aggressiv geworden, einfach. Ich bin gerade einfach OOC getriggert wegen einer Autofahrt. Cousin, mach mal langsamer, ja. Wer war das im Auto? Yo! Yo, bitte! Ah, okay, nichts, alles gut. Hey, ist hier ein Lambo vorbeigefahren, so ein grüner? Ich glaube 20 Mal schon oder so. Jetzt gerade, vor kurzem, oder? Das weiß ich nicht. Okay. Einfach gefickt, Bruder. Oder einfach gefickt. So ein scheiß Hügel hat mich gefickt, Digga. Okay, alles klar, du kannst weiter. Pass auf dich auf, Jung. Ja. Komm, mach dich ab. Du kannst ja auch weiterfahren. Ich hab gar keinen Bock mit dem zu diskutieren, Alter. Ich habe eh schlechte Laune. Yo, yo. Du dir nicht mal was anziehen. Bro, they're not playing, Bro. Die wollen mich abstechen, Alter. Könnt ihr mir helfen, Mann? Nein. Wieso du jetzt den doch ausnehmen können, Mann? Wieso? Hast du recht. Ey, Big Mama, Alter. Du hast manchmal Ideen. Wo ist der? Holmes, steig ein. Komm, wir helfen dir. Komm, steig ein, Bro. Ey, yo, vielen Dank. Kein Problem, Bruder. Du bist der Beste. Wo sollen wir hin? Ja, Bro, am besten weg vom MD, Alter. Weg von MD, okay. Ich glaube auch schon, der Cousin. Warte, ich bring ihn an einem sicheren Ort. Bro, da waren auf jeden Fall Leute, mit denen man keinen Spaß machen sollte, Alter. Hast du recht, Bruder. Wie viel Geld hast du bei dir? Ey, Bro, jetzt gar nichts, Alter. Alles im Casino verballert, Alter. $19. Wie, du hast gar kein Geld? Ja, Bro. Hast du keine Waffe, wo du dich verteidigen kannst? Nein, Bro, alles weg, Alter. Auch kein Messer oder so? Nein, Bro. Lack, verpiss dich aus dem Auto. Ey, Bro.
Okay, Bro, ich verpiss mich, Alter. Ey, Jungs, könnt ihr mich wenigstens zu einer sicheren Stelle fahren, Alter? Komm. Mein Auto ist eh gefickt, Alter. Wallah, schau dir das Auto mal an, Alter. Gefickt, ja, wie ich aussehe. Das ist rufschädigend, ist das. Ja, Bruder. Rufschädigend. Ey, Jungs, eine Frage. Wisst ihr, was No Cap bedeutet, Alter? No Cap. Ja, da ist so ein Typ auf mich zugekommen, der meinte so, ja, No Cap, Alter. Der so, der wollte mich auf jeden Fall abstechen, Alter. Der meinte, we not playing, Bro. Scheiße, Marok. Der hat nicht mal Geld, Bruder. Was will der überhaupt noch? Jo. Krasses Bike. Danke, danke. Bist du in einem MC? Jo. Und was für ein MC bist du? Gremium Bosporus. Okay, und was bist du da genau? Warum fragst du? Reicht mir nicht. Einfach so, interessiert mich. So MCs interessieren mich, weißt du? Ja, dann sollte dich das aber nicht interessieren. Oder mich interessiert's aber. Ich will, ja. Mich interessiert's. Ja, dann frag nicht so viel. Ich werde. Cousin. Ja, weil du nicht so viel Ahnung hast, wahrscheinlich vom MC. Ja, ja. Hey, Sir. Yo. Sir. Yeah. Ja, was los? Bist du nicht da letztens in Bahama aufgetreten? Ja. Ich wollte dir nur eine Sache sagen. Was? Ich bin der einzig wahre Rapper in dieser Stadt. Merkt ihr das? Hey, bist du high? Du bist der einzig wahre Rapper. Alan Tash, halb Engländer, halb Kurde, falls du es genau wissen willst. Ich bin sein Manager. Hey, Becker, was geht ab? Okay. Und du bist der einzig wahre Rapper, sagst du jetzt hier? Ja, genau. Okay. Mach mal einen Sonntag-MCs, ich muss einmal Stempel setzen. Ihr macht einfach einen Freestyle, gucken, wer der besser ist. Hey, wir. Findest du das witzig? Was passiert hier? Findest du das witzig? Soll ich ihn jetzt in den Kopf schießen, du Kerl? Komm mal hier um die Ecke, komm mal da um die Ecke. Alles gut. Komm mal um die Ecke. Lauf. Genau so. Halt deine Schnauze, lauf mal um die Ecke. Ihr habt mir eine Schelle gegeben, Mann, ich hab gar nicht zugestimmt. Wie haben die das gemacht? Cousin, was hast du? Warum? Cousin, warum hast du den gleich im Kopf geschlagen? Nein. Ey. Cousin, ich wusste nicht, dass Taschenlampe gleich sowas macht, ihr. Cousin, Mann, ich wollte mit ihm sprechen, Alter. Du hast sie gleich gefickt, Mann. Mann, verdammte Scheiße. Was machen wir jetzt, Scheiße, Alter. Ja, wir müssen Medic rufen, warte. Alter. Ruf mal bitte. Ich hau am besten ab, Mann. Ich hab sowieso Haftbefehl auf mich laufen. Hau ab. Cousin, so. leih mal dein Urus aus, Cousin. Mein Urus ist gefickt, Bruder. Kannst du nicht fahren. Ja, hast du auch recht. Scheiße, Alter. Ich stehe noch 1000 Autos. Such dir eins aus und fahr weg. Auf jeden Fall hat er was mit einem gewissen Sprechgesangsartisten gemeinsam. Mit welchem denn? Der liegt jetzt auch hier im Beast Mode. Aber ja gut. Oh Mann, deine Witze waren schon mal besser. Wie verdammte Scheiße, was ist hier passiert, Alter? Ey. Ey, was habt ihr mit ihm gemacht, Alter? Ich geh schlafen. Ja, yeah, okay, mach das. Ich bin am Arsch. Und diese scheiß Rennen hat mich gerade gefickt. Ey, was habt ihr mit denen gemacht, Alter? Gar nichts, Mann. Das war jemand anders. Kennst du die Vagos? Ja, ja. Ja, das waren die, Bruder. Ja, genau. Die waren da. Die waren so nett und haben denen sogar Medics gerufen. Mhm. Ach so, Alter. Wir waren das nicht. Ach so. Alter. Verdammte Scheiße, Alter. Den einen kenne ich sogar auch noch, weißt du? Komm, Jung. Geh mal zur Seite wie dein Seitenscheitel. Quatsch mich hier nicht weiter voll mit deiner Goldkette. Bevor ich auch noch ficke, dann liegst du auch noch dort. Alter, verdammte Scheiße, Alter. Du wirst noch sehen, Mann. Also, Farut. Brauchst du ein Auto oder irgendwas? Nein, ich geh jetzt auch gleich schlafen, aber
Morgen ziehen wir das durch oder wie sieht's aus? Morgen müssen wir das durchziehen, Mann. Das wollte ja richtig für den Arsch, Alter. Ja. Oh Mann, okay. Und über meinen Anteil reden wir noch, gell? Ah ja, stimmt, du musst mir noch 1000 Dollar geben. Vergiss das nicht. Nee, ich will. Weißt du, was ich dir gebe? Hm. Hier, deine 1000 Dollar. Ja, Sam Beckley. Sollen wir nochmal ein Alles auf Rot? Um ein bisschen Geld rauszuholen? Ah, scheiße, ich habe ja kein Geld, Lan. Was siegt ihr? Was siegt ihr? Jo, ich muss mich verstecken, Jungs. Lasst mich kurz hier versteckt bleiben, bitte. Ey, Junge, mal zur Seite. Ey, steig mal aus. Halt deine Fresse, steig du aus. Steig du aus, Mann. Halt deine Fresse, spring oder ich knall dich ab. Das ist mein Bike, das weißt du, ja? Spring oder ich knall dich ab, du Kelb. Verpiss dich. Oh, die scheiß Cops mich jetzt noch. Ich hab gar keinen Bock auf Knast, Modok. Sollen wir noch einmal Casino machen? Sollen wir noch ein letztes Mal Casino machen? Habt ihr Bock oder sollen wir... Ja, okay. Dann haben wir noch einmal Casino. Und ich habe mir schon so viele Feinde hier in dieser Stadt gemacht. Das ist nicht normal, Digga. Wie viel Feinde... Boah, ich dachte schon. Ich dachte schon. Wie viel sollen wir nehmen? Such die. Wie viel sollen wir nehmen? 10k reichen einen. Weil ich bin ja noch im Minus, deswegen kommt es auf 10k. K zur Sicherheit? Nein. Nur 10k, Bruder. Mach nur 10k. Yo, Holmes. Yeah, bro. Where are you from? From Brooklyn, man. Pah. Bist du in Blood? Bro? Nein, bro. Was bist du? Nichts, bro. Scheiße, okay. Genau. Ich bin nicht, Bro. Ich muss einfach knallen. Wie kommt der denn aus, Alter? Scheiße, Mann. Ja, verdammte Scheiße, Mann. Was soll ich machen? Krass, siehst mir aus wie so einer, als wärst du vom Blatt oder so. Nee, Bro, nee. Scheiße, Mann. Alles auf Rot wieder weg, Alter. Fuck. Was... What are you doing here? I'm playing, man. I need money, you know? Hmm. You need money. How much money hast du gerade bei dir? 10k, bro. Was sagt Dylan, es gibt ja wirklich Platz. Ja, fick ich dein Schwarz hier. Ich fick die Casino. Oder ich ficke diesen Mann gleich. Was, weil er gönnt mich, ja? Oder ich nehm den gleich mit nach draußen, ne, ich weiß ja. Ich fick jeden, Walla.
Muchtar ist da. Einmal mache ich schwarz. Muchtar ist da. Diese scheiß Suchti. Muchtar ist selber süchtig. Diese scheiß Suchti. Warte, ich mal wissen, ob er mir die Wahrheit sagt. Warte. Ich möchte mal echt wissen, ob er mir die Wahrheit sagt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Ich weiß, aber ich will jetzt wissen, ob er mir sagt, dass er im Casino ist. Aber der geht nicht ran, der ist gerade in seinem scheiß Roulette-Film. Okay. Mahmoud mit dir, Red Light. Ja, aber Bruder, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja. Mal gucken, was morgen passiert. Was machen wir? Was wollt ihr? Auf was wollt ihr? Machen wir so. Mach eine Abstimmung, Bruder. Schwarz, rot und grün. Ich gehe kurz aufs Klo und dann gucken wir. Song kommt, alles kommt. Macht kurz eure Abstimmung, je nachdem auch das Lied. Okay. Red has wins. Machen wir Red. Aber ich mache heute nicht so diese Filme mit, da ruft jetzt Ding, jemand Stimmen und so. Ich mache das jetzt, ich zock.
gefühlt deine Aggression. Ja, ich auch, Bruder. Okay, Jungs. Es ist wieder soweit. Der Bray verabschiedet sich. Ich küsse eure Herzen. Ich danke euch. I thanks very much für die Leute. Passt auf euch auf. Danke, dass ihr da wart. Passt auf euch auf. Ich bringe euch rüber zu den Bratern Kianusch. Lasst Liebe da. Desperados 3 kommt. Gönnt euch. Und habt auf jeden Fall Spaß draußen und drauf. Und ich danke euch für alles, Jungs. Ich bin für heute raus. Ich bin sowieso ein bisschen müde. Danke euch für alles. Passt auf euch auf. Wir sehen uns tomorrow mit einem besseren Plan. Ich liebe euch alle. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf, Jungs. Salam alaikum. Durch alle.